Es ist Sonntag, Check24, Kommentarstag. Freue mich wieder, dass Sie dabei sind. Hochspannung im Titelrennen, so kann man es wohl bezeichnen. Während Borussia Dortmund die Flatter bekommt, werden die Bayern immer stärker. Sinnbildlich dafür für den Aufschwung. Javier Martinez gestern mit dem 1:0 in Gladbach, auch wenn die Gladbacher hier einen Foul gesehen haben wollen. Am Schluss gab es dann eine deftige Klatsche. Das muss man sagen, zwei Tore trennen die Bayern nur noch von Borussia Dortmund. Der Trend spricht eindeutig für den deutschen Meister. Vizemeister. Das war gestern, das war letzte Saison. Desolate Vorstellung der Schalker gestern zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf im Brennpunkt. Der Trainer Domenico Tedesco. Noch ist er im Amt, liegt aber auch daran, weil der Sportvorstand, der neue, Jochen Schneider, seine Arbeit noch gar nicht aufgenommen hat. Wir beleuchten das Chaos auf Schalke, sind natürlich live vor Ort. Der Mann, der in Anführungsstrichen dazu beigetragen hat, dass die Stimmung im Tiefkeller ist auf Schalke, ist der Trainer von Fortuna Düsseldorf. Für uns sowas wie der Coach der Saison. Hier ist Friedhelm Funkel. Glückwunsch. 4:0 auf Schalke. Dein erster Sieg auf Schalke, ne? Bitte? Dein erster Sieg auf Schalke als Trainer? Ich habe es gelesen und das habe ich nicht mehr so in meinem Kopf gehabt, aber ich habe es gelesen. Umso mehr hat es mich natürlich gefreut, dass wir gestern endlich mal, dass meine Mannschaft mir das geschenkt hat, das erste Mal auf Schalke zu gewinnen. Ja, schauen auf eine Szene, die ist vielleicht symptomatisch im Moment bei euch. Du wechselst deinen Stürmer aus. Du hast mir eben gesagt, Luke Baggio wird ausgesprochen. Ne? Ja, Luke Baggio. Ja. So, wir wollen natürlich wissen, was hast du ihm gesagt? Ja, er hat mich gefragt, Trainer, warum nimmst du mich raus? Ich wollte noch ein Tor schießen. Und da habe ich gesagt, du kannst nächste Woche Montag gegen Frankfurt, kannst du zwei Tore schießen. Dann war er ruhig, oder? Dann war er ruhig. Du bist natürlich Karnevalszeit momentan. Ja. Schönes Foto deiner Mannschaft, guck mal. Ich weiß nicht, ob du die alle erkennst, verkleidet. Nee, ich glaube, alle erkenne ich da jetzt nicht so drauf, aber das ist ein tolles Zeichen eben auch, dass wirklich sehr, sehr viele gestern Abend gemeinschaftlich in Düsseldorf feiern waren und das ist einfach toll und zeigt, wie es in der Mannschaft funktioniert. Also, die Bild am Sonntag hat geschrieben, wir sind mal gespannt, ob Friedhelm Funkel heute da ist. Er ist da, wir freuen uns, ne? Und auch auf unsere weiteren Gäste heute Morgen. So, ja, er musste gestern ein Spiel sehen mit einem eher weinenden Auge. Hier ist Präsidiumsmitglied von Borussia Mönchengladbach, Hans Meyer. Chefredakteur Sport der Bild-Zeitung, Matthias Brüllmann. Von RTL, Thomas Wagner. Hallo, guten Morgen. Chefredakteur des Express, Konstantin Blass. Hallo. Und noch Sport 1-Experte, Stefan Effenberg. Okay. So, passend zur Karnevalszeit, kleine Erfrischung. Alles alkoholfrei, also damit wir die nächsten 2,5 Stunden wieder gut überstehen. Und Ruth ist natürlich auch da. Guten Morgen, Ruth. Guten Morgen. Ja, die Düsseldorfer feiern. Und die Schalke haben einen ganz neuen Tiefpunkt erreicht nach dem 0:3 gegen Mainz. Jetzt ein 0:4 zu Hause. Die höchste Saisonniederlage für Domenico Tedesco und die schlechteste Saisonbilanz seit 36 Jahren. Er ist ja letztes Jahr Vizemeister mit Schalke geworden und in diesem Jahr schlägt ihm der komplette Frust entgegen. Demnach, unsere Frage der Woche, muss Tedesco jetzt gehen? Die Nummer kennen Sie, 01379 011 011 für unser Dupafon. Facebook, Twitter gerne wieder mitdiskutieren und hier sehen Sie schon unseren Doppelpass-Live-Blog. Das hat letzte Woche wunderbar funktioniert, also auch heute wieder die Einladung an Sie. Diskutieren Sie gerne mit online und dann stimmen Sie auch bei unserem Live-Voting am besten gleich mit ab. Also Ihre Meinung ist gefragt. Dankeschön. Vielen Dank, Ruth. So, auch wenn man nicht unbedingt Schalke-Fan ist, kann man schon Mitleid haben, wenn man so sieht, wie tief sie inzwischen gefallen sind. Und nach dem Rücktritt von Sportvorstand Christian Heidel deutet sich der nächste Personalwechsel an.
noch vorne weg. Domenico Tedesco auf dem Weg zu den wenigen wütenden Fans, die den Abpfiff noch im Stadion erlebten. Welch Ironie, dieses Ergebnis. Schalke 04. Als das nächste Desaster amtlich war, hatte der Trainer jedem an der Bank die Hand geschüttelt. Keine Abschiedsgeste, wie er später betonte, aber der Absturz des Traditionsvereins ist auch der Absturz eines zuletzt gefeierten Trainers. Die Demontage seiner leblosen Mannschaft erlebte Tedesco teilweise staunend und mit offenem Mund. Der neue Sportvorstand Jochen Schneider, noch nicht einmal offiziell installiert, wird ebenfalls gestaunt haben, wie tief sein neuer Arbeitgeber im Schlamassel steckt. Siebte Heimniederlage, 2 Punkte aus zuletzt 6 Spielen, der Vizemeister im Abstiegskampf. Und man muss kein Experte sein, um zu erkennen, dass Schalke 04 einen neuen Impuls braucht. Darum ist klar, es gibt keine Alternative zum Trainerwechsel. Stefan, wie beurteilst du die Situation? Auch für den Trainer natürlich besonders. Ja, natürlich verdammt schwierig. Also da sieht man mal, wie der Trainerjob sein kann. Ja, du lebst gerade auf der Sonnenseite mit Erfolg und Tedesco ist gerade in so einer Situation drin, wo vieles auf ihn einprasselt. Ja, im letzten Jahr noch Vizemeister geworden und jetzt in einer so sportlich schwierigen Situation. Es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass er in wenigen Tagen nicht mehr der Trainer von Schalke 04 sein wird. Ja. Gestern die Leistung, Friedhelm, ohne euch abwerten zu wollen, aber wie kamst du vor, als wenn Schalke gar keine Chance gehabt hätte gegen euch? Ich meine, wir wussten, in welcher Situation Schalke 04 steckte vor dem Spiel. Die Mannschaft war schon ein Stück weit verunsichert. Und das haben wir sehr, sehr gut ausgenutzt. Und wir haben ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Natürlich waren die Schalker nicht so stark, wie sie es vielleicht in vielen Situationen der Hinserie noch teilweise gezeigt haben. Und sie sind im Moment in einer ganz schwierigen Situation. Wie kommen Sie da raus, Hans? Indem Sie gewinnen natürlich. Ja? Ich dachte, wegen ganz anderen peinlichen Fragen hier, dass du gleich am Anfang damit beginnst. Ich habe dir eine leichte Frage. Dass ich sagen soll, was Schalke zu tun hat, da bin ich überfordert. Tatsache ist, das habe ich schon ein bisschen verfolgt, dass bei der Situation, die in Schalke seit Jahrzehnten herrscht, dass ich glaube, dass die Chefs regelmäßig die Verantwortlichen an der Mannschaft überfordern mit ihren Erwartungen. Dass das momentan das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit bei dem jungen Mann mit viel Geduld begleitet wurde. Ich sag mal so, er hat eine großartige Leistung gebracht. Man muss bloß wissen, wie, als er den Vizemeister gemacht hat. Er hat den Vizemeister gemacht mit einer Mannschaft, die er erstmal beigebracht hat, dass man zu decken hat. Sie haben also defensiv sehr, sehr stark gespielt. Und in dem Jahr, als sie dann im Grunde um den nächsten Schritt gehen sollten, gab es am Anfang eine ganze Menge Situationen, wo er überfordert war. Er hatte Verletzungen, das muss man auch sagen. Aber ich glaube, dass die Mannschaft es nie geschafft hat, aus diesem Abwärtstrend rauszukommen. Und da hat die Leitung von Schalke für mich erfreulicherweise sehr, sehr lange stabil zu ihm gehalten. Wen meinst du mit der Leitung? Wisst ihr, wer in Schalke leitet? Nee, deswegen fragen wir dich ja. Okay. Ich kenne die Namen alle nicht. Aber Thomas, eigentlich gibt es ja 2 Punkte, was Hans gesagt hat. Einmal vielleicht das Strukturelle auf Schalke und jetzt aber auf Tedesco natürlich. Er hat es mit einer defensiven Grundordnung geschafft. Er sollte die Mannschaft weiterentwickeln. Das hat nicht funktioniert. Und jetzt klappt auch das nicht mehr, was letztes Jahr funktioniert hat. Und wenn man es gestern gesehen hat, die Mannschaft wirkte leblos, ängstlich. Also so sehr ich ihn schätze, wenn es mal einen Zeitpunkt für einen Trainerwechsel gibt, dann berechtigterweise meine ich jetzt. Ja, ist er überfordert aus seiner Sicht? Überfordert ist schwierig bei der Gesamtlage. Man sieht, wie er sich das zu Herzen nimmt, ja, dass er diesen Weg gestern auch zur Kurve geht. Heute Morgen um 7 Uhr war er wieder auf dem Trainingsgelände und hat, so wie er es immer tut, sehr, sehr früh begonnen, das Spiel videomäßig zu analysieren. Schlechteste Saison seit 82, 83, das sagt schon aus, dass einfach alles, was Schalke sich vorgenommen hat, in Trümmern liegt. Und ich glaube nicht, dass jemand, der die Mannschaft in dieser Saison auf diesem Weg begleitet hat, jetzt noch der Richtige sein kann, der sie da auch wieder rausbringt. Darum ist sicherlich das, wovon alle ausgehen, auch das Wahrscheinliche, dass Tedesco beim nächsten Spiel nicht mehr auf der Bank sitzt, sondern
dass Schneider, der ja formal erst am Dienstag eingeführt wird, aber natürlich jetzt schon in jede Entscheidung eingebunden wird. Ja, ist ja albern zu sagen, erster Arbeitstag ist der Dienstag. Der saß gestern neben Tönnies auf der Tribüne. Und natürlich besprechen die jetzt gemeinsam, wie es weitergeht. Und wahrscheinlich geht es da eher um so eine Symbolik. Möchte man jetzt, dass der neue Vorstand als erstes eine Trainertrennung verkündet? Oder ist er vielleicht der, der verkündet, wer es jetzt bis zum Saisonende macht? Aber ich fürchte, aber das kam ja nicht von uns, dass wir gesagt haben, er wird es am Dienstag offiziell vorgestellt. Nein. Das kam ja von Schalker Seite. Ne? Genau, darum meine ich ja, das ist schwer vorstellbar, dass man sich daran hält. Und darum glaube ich, dass es für Tedesco leider auf Schalke jetzt zu Ende geht. Mhm. Aber hier kann man ja sogar noch ergänzen, das Motto von Schalke, wir leben dich, so blutleer, so leblos, wie Schalke gestern war oder auch schon vorher beim Auswärtsspiel in Mainz. Also selten erlebt, dass eine Mannschaft so schwach aufspielt eigentlich, Entschuldigung, Friedhelm Funkel, aber 0-4 zu Hause gegen Fortuna, das haben, glaube ich, nur die kühnsten Optimisten am Ende getippt. Und ich glaube, neben der Erwartungshaltung, die Hans Meyer auch gerade schon skizziert hat, gibt es halt auch noch einen Punkt, dass dieser zweite Platz im letzten Jahr schon so ein bisschen geblendet hat. Das war ein zweiter Platz in einer Saison, wo mehrere Vereine eben nicht auf dem Zenit ihrer Kräfte waren, wo auch Borussia Dortmund zum Beispiel geschwächelt hat und gerade so eben noch in die Champions League reingerutscht ist. Also das hat man, glaube ich, ein bisschen zu hoch gehängt und die Augen verschlossen vor Schwierigkeiten. Ja, aber dass man dann so abstürzt, hätte man auch nicht erwartet, logischerweise. Ja, Neuzugänge, alles spielt eine Rolle. Ich finde das so ein bisschen die Szene des Spieltages. Gerade schon mal angesprochen. Domenico Tedesco geht dann voran. In die Fankurve. Wie wirkt das auf euch, Thomas? Also ich finde, er ist ein mutiger Typ, also um mal zu zitieren, Eier, aber er war ja bisher auch immer unter dem Schutz von Christian Heidel, der auch viel einstecken musste. Ich finde den Kader nicht so schlecht zusammengestellt, wie alle immer das auf Heidel abgelassen haben. Jetzt steht er alleine im Fokus und ja, man sieht ja auch, wie betroffen er ist. Also mutiger Typ, aber ich glaube, dass ihn dieser Gang nicht mehr retten wird. Hattest du denn wirklich den Eindruck, Christian Heidel hat ihn zu 100% geschützt? Ich glaube, er hat schon viel von ihm weggehalten. Ich glaube allerdings, dass Heidel und Tedesco jetzt nicht in der Tagesarbeit ständig miteinander kommuniziert haben. Vielleicht bräuchte Tedesco, weil er ein junger Trainer ist, auch noch ein bisschen mehr Führung. Und Heidel hatte immer Leute wie Tuchel und Klopp, die alleine schon sehr stark waren. Stefan, ich habe im ersten Moment gedacht, er verabschiedet sich schon von den Fans. Ja, machte so den Eindruck. Aber du hast vorhin gefragt, ob er denn überfordert ist. Ich finde, er ist ein junger Trainer am Anfang einer hoffentlich großen Karriere. Da gehört sowas auch mal dazu, dass es eben sportlich nicht so läuft. Und ich glaube, das wird ihm eher in Zukunft gut tun, solche Situationen zu durchleben, als dass es ihm wehtun wird. Dass das schwierig ist, aber ich finde, er geht voran, er zeigt sich, er stellt sich. Das sehe ich eher positiv. Und er verkriecht sich nicht. Er hätte ja auch den Gang sofort in die Kabine gehen können, hat er nicht getan. Nein, er stellt sich in einer unfassbar schwierigen Situation. Das spricht für ihn. Deswegen glaube ich, dass er aus dieser schwierigen Situation viel Positives mitnehmen wird. Friedem, kannst du dich da reinversetzen? Natürlich kann ich mich da reinversetzen. Ich meine, auch wenn man da gerade zu den Fenstern auch geht? Das ist typabhängig. Also das will ich nicht machen. Das habe ich nie in meiner Karriere gemacht, dann in solch einer Situation zu den Fans zu gehen. Aber ich kann mich natürlich in die Situation von Domenico hineinversetzen. Ich habe auch Phasen durchlebt, wo du negative Erlebnisse gehabt hast, noch und nöcher. Und Stefan hat es ja gerade richtig gesagt, daraus lernt man auch, wenn es auch in dem Moment natürlich schmerzt. Wenn du weißt, du hast ein Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf mit 0-4 verloren, du hast eigentlich die Parole ausgegeben, das muss der Wendepunkt sein. Und wenn das dann so grandios in die Hose geht, dann tut das natürlich weh. Aber ich bin auch davon überzeugt, und er hat ja auch schon gezeigt, dass er ein guter Trainer ist. Er hat Aue vor dem Abstieg gerettet in der kurzen Zeit, wo er da war. Er ist letztes Jahr Zweiter geworden. Das zeigt ja, dass er Potenzial hat. Das kann er im Moment mit seinem Trainerteam nicht abrufen. Das tut weh. Aber egal, was mit ihm passiert, für die nächsten Jahre wird ihm das mit Sicherheit auch helfen. Hans, wie wirkt das auf dich, diese Szene? Naja, mutig, unbeholfen? Man muss es immer ein klein bisschen auch sehen aus der eigenen Position heraus. Ich habe nicht so sehr viel erlebt im Fußball und so viele Erfolge gehabt, zum Beispiel mit der Stefan, aber ich bin nie, auch im Erfolg, nie bei den Fans gewesen. Weißt du warum? Das sagst du mir jetzt. Ich musste dann in so einer Situation auch nicht gehen. Ach so, du hast das gesagt, weder feiern noch. Das hier, er geht ja hin und er geht nicht zu denen er eigentlich will, nämlich zu den Zuschauern, die zu Schalke und auch letztendlich zu dem Trainer, der es versucht, stehen, sondern er geht dort auch zu denen, die ihn dort in übelster Art und Weise beschimpfen.
Das habe ich mir erspart, indem ich aber vorher auch nicht gegangen bin, wo ich Erfolg hatte. Das sage ich mal so, das ist seine Art, dann ist das okay. Ja. Dann sagst du mutig, okay, dann macht er das. Ob es nötig ist, dass wir es beurteilen, das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, es ist bemerkenswert, aber ich stelle mir auch die Frage, warum die Mannschaft wirklich mit einem Sicherheitsabstand von 10 Metern hinter ihm bleibt. Also da hätte ich mir jetzt vielleicht ein bisschen zu bildlich, zu naiv vorgestellt, da kommt auch noch zumindest der Kapitän oder noch ein zweiter, dritter Spieler dazu, die lassen ihn da alleine stehen. Vielleicht wollte er auch diese Art der Selbstkasteiung machen, keine Ahnung. Aber die Wirkung ist irgendwie seltsam. Also du kritisierst eher die Mannschaft dann in dem Fall als ihn, ne? Ja, die Frage, ist das eine Einheit? Also kann man sicherlich auch mal stellen, erreicht er da die Mannschaft noch? Oder haben die sich gedacht, was macht der denn da jetzt? Ist der völlig bekloppt? Ich finde, es ist für ihn als Typ, es ist cool, dass er da hingeht, dass er sich das sogar antut, bewundere ich sogar in einer gewissen Form. Ist auf jeden Fall bemerkenswert und wird ihn reifer machen. Aber dass die Mannschaft da mit diesem Abstand ist, seltsam. Es gab ja mal eine Ehrenrunde eines Trainers vor einem Spiel. Das war damals Ralf Rangnick, der sich wirklich vor dem Spiel schon verabschiedet hat, weil er wusste, danach wird Schluss sein. Das, finde ich, hatte einen etwas seltsamen Beigeschmack. Er hat das so gefühlt. Ich finde, es ist ein Abgang mit Stil. Ich bin mir sicher, dass er weiß, dass es ein Abschied war und nicht nur ein um Entschuldigung bitten für dieses katastrophale 0:4 und überhaupt den Verlauf der Saison, sondern Tedesco weiß, das war's. Aber schlimmer war ja eigentlich noch, es war ja nicht, dass man gestern sagen konnte, dass sie es nicht versucht haben, sondern es hat einfach gestern gegen Fortuna Düsseldorf auch spielerisch nicht gereicht. Also sie sind schon draufgegangen, also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass sie gegen den Trainer spielen, aber das war wirklich, muss man dann sagen, da zahle ich gerne auch für, dass ihr eine Offenbarung seid. Ja, das gegen den Trainer spielen ist sowieso so eine komische Floskel, ne? Stefan, finde ich immer. Spielt man ja auch gegen sich selbst, also das bringt ja eigentlich nichts. So, wir begrüßen unseren Mann vor Ort. Er hat übrigens Geburtstag heute. Oliver Müller. Olli, wie alt bist du denn geworden? Siehst ja gut aus. Jünger denn je. Ja, danke. Aber sonst alle. Wir haben es leider nicht gehört, weil wir haben kleine Ständchen, hat Hajo von Hadeln und Ben gerade für dich gespielt. Bitte wiederhol doch noch mal, was du gesagt hast. Ich habe gesagt, die Frage nach dem Alter beantworte ich dir nicht, aber sonst alle. Ja, dann erzähl mal, was ist los da im Hintergrund? Ja, es ist nicht viel los. Die Stimmung ist logischerweise auf dem Nullpunkt. Es sind trotzdem ein paar Fans heute gekommen, mögen so etwa 50 gewesen sein, die auch nach gestern noch nicht die Schnauze voll haben. Aber der Unmut ist natürlich riesig groß. Die Mannschaft absolviert jetzt gerade ein Auslaufen indoor sozusagen. Also da wird wahrscheinlich auf Ergometern gearbeitet werden. Domenico Tedesco hat gestern ja schon gesagt, er wird dieses Spiel, diese 0:4 Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf aufbereiten, nachbereiten und er wird weiter Vollgas geben, aber mehr weiß er halt auch nicht. Jochen Schneider, der Sportvorstand in Spee, der war gerade hier, der ist auch kurz reingegangen in die Mannschaftskabine, wird wahrscheinlich auch mit Domenico Tedesco gesprochen haben, aber eine Entscheidung, wie es weitergeht, die ist noch nicht gefallen, kann ja nicht fallen, weil Jochen Schneider ja erst morgen vom Aufsichtsrat als Sportvorstand bestellt wird. Und das ist natürlich eine ganz bittere Situation, dieses Vakuum, was hier herrscht. Und gleichzeitig ist Jochen Schneider, das kann man sagen, nicht zu beneiden, denn der ist noch gar nicht richtig angekommen hier auf Schalke und muss schon Entscheidungen von einer erheblichen Tragweite fällen. Natürlich, alle Menschen, die ihn kennen, sagen, er verfügt über ein hohes Fachwissen, er verfügt über ein internationales Netzwerk. Nur das alleine hilft dir natürlich wenig, wenn du den Verein noch nicht richtig kennengelernt hast und der Verein brodelt derzeit. Also schwierige Entscheidungen, die er treffen muss, ja am besten bis morgen oder bis Dienstag, wenn er hier seinen ersten Arbeitstag haben wird. Also fest steht, Tedesco tritt nicht von sich aus zurück, sondern will natürlich weitermachen, ist ganz klar. Was vermutest du denn, was dabei jetzt rauskommt bei der ganzen Situation? Welche Entscheidung wird getroffen? Kriegt man vielleicht auch auf Schalke, okay, die Saison ist jetzt eh gelaufen, der Trainer hat gute Arbeit geleistet letzte Saison und wir ziehen das jetzt bis zum Ende durch und dann greifen wir nächste Saison wieder an? Ich könnte mir gut vorstellen, dass Sie bis gestern in diese Richtung gedacht haben und Jochen Schneider, dem ging es natürlich, bevor er solche Entscheidungen fällt, auch darum, Zeit zu gewinnen. Nur gestern beim Spiel hat man gemerkt, Schalke hat einfach keine Zeit mehr. Was kann ich mir vorstellen? Ich glaube, dass es, wenn überhaupt, eine Interimslösung geben muss,
denn man kann ja jetzt nicht unter dem Druck dieser Ereignisse eine langfristige Trainerentscheidung treffen, wenn, wie gesagt, Jochen Schneider den Verein, die Mannschaft noch nicht so richtig kennt. Also eine interne Lösung wäre möglicherweise vorstellbar, aber derzeit ist auf Schalke das Einzige, was gewiss ist, dass eben nichts gewiss ist. Nur, wie gesagt, es müsste eigentlich in diese Richtung gehen. Wer könnte das denn sein, deiner Meinung nach? Hüb Stevens ist ja im Aufsichtsrat. Wäre er eine Option? Ja, Hüb Stevens ist im Aufsichtsrat. Hüb Stevens kennt das auch. Er ist ja schon mal eingesprungen hier auf Schalke, nachdem Ralf Rangnick aus diesen Burnout-Gründen nicht mehr weitermachen konnte. Man hat mit Mike Büskens hier auch im Umfeld einen als Trainer erfahrenen Mann. Möglicherweise gibt es auch eine Personalunion. Aber ich denke, während ich jetzt diese Spekulationen anstelle, werden diese Gedanken auch erörtert werden von Jochen Schneider. Und dann weiß man immer noch nicht genau, was dabei herauskommt. Wir haben noch eine Szene, Olli. Die müssen wir uns noch mal anschauen. Wir haben schon den Trainer gesehen, als er zu den Fans gegangen ist. Und dann gab es diese Diskussion, wo dann auch die Kapitänsbinde eine Rolle spielte. Was war da los genau? Das ist eigentlich mit der bitterste Aspekt dieses denkwürdigen Nachmittags gestern gewesen. Das sind einige Ultravertreter, die dann auf den Rasen gekommen sind. Und sie haben die Kapitänsbinde zurückgefordert von Benjamin Stamboli, der gestern Mannschaftsführer war. Man muss dazu wissen, diese Kapitänsbinde haben die Fanvertreter Ralf Fährmann im vergangenen Sommer übergeben. Es ist eine besondere Binde mit einer besonderen Symbolik, die sozusagen die Verbundenheit zwischen Fans und Mannschaft ausdrücken soll. Und die Begründung, jetzt sie zurückzufordern, ist gewesen, dass die Mannschaft es nicht wert sei, diese Binde zu tragen. Und das ist eine ganz, ganz bittere Geschichte. Ich glaube, dass das ein entscheidender Aspekt ist, der Schalke auch in den kommenden Wochen das Leben schwer machen wird. Die Mannschaft ist verunsichert, die ist schlecht zusammengestellt. Die tut sich schwer, miteinander erfolgreich Fußball zu spielen. Aber wenn man dann noch, so wie das gestern geschehen ist, wüst beschimpft wird, wenn man als unwürdig dargestellt wird, ja, dann frage ich mich, wie soll beispielsweise jemand wie Benjamin Stamboli, der Tränen in den Augen hatte, jetzt am kommenden Freitag in Bremen vorangehen, ein kämpferisches Vorbild sein? Also da kann man nur ironischerweise viel Erfolg wünschen. Das ist sicherlich ein zusätzliches Problem. Mhm. Olli, danke für den Moment. Kleine Pause. Wir kommen noch mal zu dir nachher. Stefan, diese Szene mit den Fans da. Ja, das ist das Problem. Ne? Wenn so die Stimmung denn kippt im Endeffekt. Die Fans, fand ich immer, haben sich sehr zurückgehalten, ja, auch in einer schwierigen Situation, haben die Mannschaft wirklich noch unterstützt. Aber jetzt kippt das. Und das ist eigentlich die größte Gefahr, weil damit nimmst du den Rest Mut und Überzeugung den Spielern auch noch weg. Und ich glaube, so eine Situation wie mit der Kapitänsbinde, das wünscht sich natürlich keiner. Ich frage mich natürlich, warum das genau so passieren muss, nach dem Spiel vor 100 Kameras. Hätte man vielleicht auch ein bisschen anders klären können, weil auch wenn die Bundesliga verdammt schwierig sein wird, zu Ende zu spielen für die Schalke, haben sie trotzdem noch ein Eisen im Feuer mit dem Pokal. Okay, ja. Und das sollten sie alles nicht vergessen. Also ich glaube, damit verunsicherst du die Spieler ungemein. Und ich glaube, das wird noch mal on top schwierig für die nächsten Wochen. Wir reden gleich weiter über die Krise auf Schalke. Dann feiern wir den Klassenerhalt mit Friedhelm Funkel für Fortuna Düsseldorf. Ne? Und die Bayern machen mächtig Dampf auf Borussia Dortmund. Im Topspiel gestern waren sie klar überlegen. Das alles gleich bei uns. Band live aus Mildenhotel, Münchner Flughafen beim Check24, Doppelpass. Schalke verliert zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf 0-4. Und der Trainer hat sich nach dem Spiel zu seiner persönlichen Zukunft geäußert. Das ist mir ehrlich gesagt zum jetzigen Zeitpunkt nicht wichtig. Und darüber mache ich mir auch in keinster Weise Gedanken. Sie sagen zum jetzigen Zeitpunkt abschließend, werden Sie sich im Laufe der nächsten Tage Gedanken machen, wie es mit Ihnen weitergeht? Nee, auf keinen Fall, weil das nicht mein Job ist und auch nicht in meinem Aufgabengebiet zum Aufgabengebiet zählt. Zu meinem Aufgabengebiet zählt, dass wir die Mannschaft wieder in die Spur kriegen. Also Biss hat er ja, das muss man ihm ja lassen. Kann man das so abschütteln, Friedhelm? Bitte? Kann man das so abschütteln?
Es ist schwer abzuschütteln. Es ist sehr, sehr schwer abzuschütteln. Aber er muss sich jetzt, er hat keine andere Wahl. Er muss sich auf die Aufgabe konzentrieren, jetzt mit der Mannschaft erstmal weiterzuarbeiten, solange er darf. Ich hoffe, dass er es noch ein bisschen länger darf. Und das ist jetzt seine Aufgabe, eben mit den Spielern zu kommunizieren, mit den Spielern das Spiel aufzuarbeiten. Das wird nicht einfach werden. Aber wir haben es eben gesagt, das ist ein junger Trainer, der muss da durch und muss auch versuchen, diese Aufgabe zu lösen. Das ist vielleicht die richtige Einstellung, ne? Sozusagen auch, ich kann sowieso nicht ändern mehr. Ne? Also ich finde, das spricht auch für seinen Charakter. Ja. Ja? Also der lebt das, der geht darin auf, macht sich jetzt nicht davon. Er hat ja wörtlich gesagt, ich bin nicht der Typ, der sich verpisst. Ja? Und ich finde, den Eindruck erweckt er. Er sagt, mein Job ist, hier Trainer zu sein, alles dafür zu tun, dass es klappt. Wenn andere mich nicht mehr wollen, dann müssen sie es mir mitteilen. Ja? Und das zeigt ja auch, dass er heute Morgen gleich da ist und erstmal so weitermacht, als wäre nichts. Ich denke schon, dass Schalke jetzt auch in der Pflicht ist, die Entscheidung, wenn sie denn fällt, wie die meisten vermuten, ihm dann auch schnell mitzuteilen und da jetzt nicht 2-3 Tage noch Showtraining machen zu lassen, bevor dann am Dienstag oder Mittwoch verkündet wird, dass ein Wechsel stattfindet. Ich bin auch am Freitag schon, ne? Vor allen Dingen. Ne? Ja. Also so viel Thomas, Zeit ist da nicht. Was ich interessant finde, ist aber das, was Hans Meyer eben noch gesagt hat. Insgesamt erscheint mir, muss man auch mal drauf schauen auf das Konstrukt auf Schalke, Clemens Tönnies, der sagt eigentlich immer, wir spielen so in einer Liga kurz hinter den Bayern mit Dortmund. Da frage ich mich dann eh schon, wenn man die letzten Jahre anschaut, inwiefern das mit der Realität noch zu tun hat. Dann kommen immer irgendwelche Leute, Christian Heidel wurde vorgestellt, ah, der Mainzer Weg, jetzt mal mit Ruhe wird das gemacht. Der wurde natürlich am Schluss auch ganz schön von allen Seiten angeschossen. Da habe ich dann von Clemens Tönnies auch nicht viel gehört. Jetzt kommt Jochen Schneider, der ist international so toll vernetzt. Das hört man immer wieder. Und ich habe manchmal die Frage, bei allen Verdiensten, die Clemens Tönnies im Schalke hat, sind diese großen Ziele, die da immer verkündet werden, hat das was mit der Realität zu tun, die dieser Kader, die die Erfolge die letzten Jahre hergeben? Also ich finde das schon schwierig. Und wenn ich den Vergleich... Du glaubst es nicht wahrscheinlich. Nee, ich glaube es nicht. Und sehe Dortmund da meilenweit voraus. Wenn ich dann immer den Vergleich höre. Ja. Würdest du auf Schalke als Trainer anfangen? Leichte Frage für dich jetzt. Jede Antwort ist jetzt gut. So. Jede Antwort ist Schlagzeile. Ja, ich helfe dir. Fang nochmal von vorne an. Nein, ich fange nochmal von vorne an. Wir hören uns jetzt erst noch mal Domenico Tedesco. Schau, ein bisschen Zeit fängst du doch von vorne an. Wir hören noch mal, was er zur Leistung der Mannschaft gesagt hat. Bitte. Ja, die Trainingswoche war gut und war so gut, dass sie uns richtig viel Mut gemacht hat, muss ich sagen. Wir können nicht aggressiver trainieren, wir können nicht intensiver trainieren wie diese Woche, haben dann aber trotzdem die Balance gefunden, Richtung Donnerstag noch mal eher runterzufahren und taktisch zu arbeiten. Hat ein gutes Gefühl, die Mannschaft war lebendig, nicht nur im Training, aber jetzt auch vor dem Spiel, aber im Spiel war sie eher tot. Was liest du daraus, Hans? Also, bevor wir Stefan nochmal fragen gleich. Ne? Mich darfst du da nicht fragen, weil ich natürlich solche Situationen, wie er sie jetzt mitmacht, auch zu Genüge mitgemacht habe. Wenn du 40 Jahre auf der Bank sitzt, im bezahlten Fußball und dann machst du wunderschöne Zeiten mit und du machst Zeiten mit, wie er gerade, wo ich mir auch nicht vorstellen kann. Oder wenn es so ist, wenn ich mich irre, dann ist es ein großer, weil ich persönlich dort als Trainer auch schon schwere Zweifel an dem hätte, wie komme ich rüber. Er hat bei uns unmittelbar danach, das hat mich eigentlich das erste Mal, weil er mir auch imponiert, wie er auftritt, hat es mich ein bisschen enttäuscht. Wir spielen drüben ein Punktspiel. Das zweite, 2-0 gewinnen wir in Schalke mit einer Entscheidung, mit einer Schiedsrichterentscheidung, wo der Freistoß 10 Meter zu weit vorne ausgeführt wird. Wir erinnern uns dann. Du kennst es. Ja. Und diese Frage, wie er das danach beurteilt, sie haben selbst gegen uns 1-5 Chancen im Heimspiel. Alles noch vor sich, denn zu diesem Zeitpunkt war auch die Schalker Welt noch nicht so weit aus der Ordnung. Und dann äußert er sich grundsätzlich danach nicht, dass eigentlich das, was sie auf dem Platz geboten haben, nicht ausgereicht hat, sondern er hängt sich nur an diesen 10 Metern auf. Das spricht nicht unbedingt für den jungen Mann, der sonst für meine Begriffe so viel klare Gedanken hat. Aber die Frage jetzt, wie es jetzt momentan ist, tritt er für mich in einer unglaublichen Art und Weise selbstbewusst auf, wo ich weiß, ich würde auch dort an mich selbst ein paar Fragen stellen, ob es denn überhaupt noch reicht. Also,
Hinterfragt er sich nicht genug? Das ist ganz schwer zu beurteilen. Also, wenn er sagt, die trainiert gut, die Mannschaft, ja, wir haben aggressiv trainiert, muss man ja davon ausgehen, dass er nach dem Mainz-Spiel Dinge geändert hat. Denn da war ja auch der Auftritt ähnlich leblos, wie er dann letztendlich gestern war. Ich kann sein Team um ihn herum nicht so beurteilen, inwieweit er Leute hat, mit denen er sich austauscht. Niko Kovac hat das jetzt gerade noch mal gesagt, dass er auch in der schwierigen Phase mit Trainern gesprochen hat, die ihn früher gecoacht haben. Ich denke da an Ottmar Hitzfeld oder ähnlich, wo man sich dann auch Rat holt von einem erfahrenen Mann. Da kann ich mir vorstellen, dass er noch so am Anfang seiner Karriere steht, dass ihm da möglicherweise einfach der eine oder andere fehlt, der ihn da auch als Coach ein bisschen coachen kann. Aber er wirkt für mich nicht als ein unkritischer Geist, der stumpf seinen Weg verfolgt. Aber vielleicht ein bisschen ratlos, was wir da gerade rausgehört haben, Stefan? So nach dem Motto, ich habe alles versucht? Oder? Ja, natürlich stellst du dir die Frage als Trainer, wenn du eine Trainingswoche hast und es läuft wirklich von Montag bis Freitag durchgehend gut, die Mannschaft arbeitet mit, die Jungs sind aggressiv im Training und dann kommst du zum Spiel gegen Düsseldorf und nichts wird umgesetzt. Natürlich musst du dich hinterfragen, warum ist das so? Aber die Schuld liegt ja auch nicht nur immer bei dem Trainer, das muss man auch mal sagen. Hat er vielleicht aber auch in der Mannschaft, muss man ja auch sagen, diese Führungsspieler, die Schalke hatte, ob Fährmann, ob letztes Jahr Hövedes, die sind natürlich, da ist jetzt auch keiner, der ihm groß helfen kann. Und Stambouli war gerade eben ein tolles Beispiel. Der hat gestern, finde ich, ja noch was versucht. Dem holen sie jetzt die Kapitänsbinde ab. Wer soll da am Freitag in Bremen einfach noch eigentlich noch vorangehen? Ich weiß nicht, ob Tedesco in der Mannschaft noch den Einfluss über Führungsspielern hat. Ja, das war vielleicht ein Problem in der Entwicklung. Also wir erinnern uns an Hövedes, ja, den sie auch wegrasiert haben. Dann Fährmann zum Kapitän ernannt. Ein Kapitän für mich ist ein absoluter Führungsspieler, unantastbar für mich, dem ich als Trainer 100% vertraue und der nochmal unantastbar ist. Das haben sie nicht gehabt mit Fährmann. Den haben sie dann auch wegrasiert, haben neun benannt. Und das war auch so ein Hin und Her. Also da hat Tedesco nicht wirklich ein gutes Bild abgegeben, weil das bleibt an ihm hängen als Trainer, logischerweise. Aber ich wiederhole mich gerne mit dem, was ich gerade gesagt habe. Es ist nicht nur der Trainer, also das ganze Umfeld und Tönnies. Also jeder trägt seinen Teil im Endeffekt dazu bei, dass Schalke nicht das bringt, was sie vielleicht spielen können. Das reicht nicht für oben in meinen Augen. Wenn man das realistisch einordnet und einschätzt, ist Schalke eine Mannschaft, die zwischen 7 und Platz 10 reinkommen sollte. Und das, was sie im letzten Jahr gebracht haben mit dem zweiten Platz, das war mal so ein Ausrutscher im positiven Sinne, nicht mehr und nicht weniger. Jetzt gehen wir mal ins Spiel rein. Lag vielleicht auch an Fortuna Düsseldorf, das können wir so mal sagen, zumindest gestern. Wie sehr hast du dich geärgert über diese Szene, die abgepfiffen wurde? Bitte? Wie sehr hast du dich über diese Szene geärgert hier? Im Nachhinein gar nicht mehr. Das vermeintliche 1:0. Ja, es heißt ja in der heutigen Zeit, der Videoassistent darf sich nur einschalten, wenn es eine krasse Fehlentscheidung ist. Genau, ja. Und ich glaube nicht, dass das eine krasse Fehlentscheidung war, dort den Zweikampf abzupfeifen. Ich glaube, dass er... Also für mich war das auch kein Foul. Ich glaube, dass er im Rahmen des möglichen... Ja, aber das ist für mich keine krasse Fehlentscheidung und... Deswegen hätte dieses Tor gezählt werden müssen. Das wäre natürlich super rausgespielt. Und wir haben halt mit Dodi, Lukubacu und Stürmer, der nicht nur schnell ist, sondern der da auch solche Situationen, das haben wir ja einige Mal erlebt, in München gegen Dortmund, dann eben auch eiskalt ausnutzt. Also für mich ein klares Tor. Ja. Das ist ja die entscheidende Formulierung, die Friedhelm Funkel gerade wieder benutzt hat. Videobeweis, ja, und auch gut, wenn 100 von 100 Leuten sagen, er lag falsch. So, und bei der Szene, wir werden ja nachher wahrscheinlich noch mal über den Kollegen Martinez reden, bei der Szene ist es einfach so, da gibt es unterschiedliche Interpretationen. Ist es oder ist es nicht? Insofern muss es so weiterlaufen, wie der Schiedsrichter im ersten Moment entschieden hat. Da hat sich Köln rauszuhalten. Und Friedhelm Funkel kann es jetzt locker sehen, weil es ist 4:0 ausgegangen. Aber es wäre schon bitter, wenn wegen so einer Fehlentscheidung erst Impuls aus dem Keller, dann ja Brüch auch auf dem Platz. Er hat ja selber entschieden. Er hat selber nachgeschaut, was ja grundsätzlich zu befürworten ist. Aber das wäre halt schon dramatisch, ja, wenn dann sowas dazu führt, dass am Ende ein Spiel anders ausgeht, als man es als gerecht empfinden würde. Ja. Über die Entscheidung kann man lachen, weil Düsseldorf 4:0 gewonnen hat. Aber stell dir vor, sie verlieren und sie spielen unentschieden, dann sieht das schon ganz anders aus. Und ich habe da keine andere Meinung als der Friedhelm. Das ist eine Aktion, wo ich sage, die kannst du aber sehr, sehr gut durchgehen lassen. Ja, absolut. Also es war ein Zweikampf wie aus dem Lehrbuch, sag ich mal. Der war sauber. Ja, hab ich auch gedacht. Nein, der war sauber. Ja, absolut. Ja. Guck dir eigentlich auch nach. Kannst du auch sofort irgendwo was sehen?
Ich kann das nicht sehen, aber ich habe mich natürlich in der Situation furchtbar aufgeregt. Das sieht man Gott sei Dank nicht hier. Ja, haben wir das nicht? Das gibt's doch nicht. Weil es für mich einfach nochmal ein klares Tor war. Und wir eine Situation in Gladbach gehabt haben, die ich Felix Brüch ja auch vorgeworfen habe. Da kriegen wir einen Handelfmeter gegen uns, wo Kahn Ahan an die Hand geschossen wird. Wo jeder hinterher auch gesagt hat, das war keine Hand. Er die Information aus dem Keller bekommen hat, er soll sich das nochmal anschauen. Er aber dann gesagt hat, nein, brauche ich mir nicht anzuschauen, klarer Elfmeter. Dadurch sind wir 1-0 in Rückstand gegangen und haben dann eben auch 3-0 verloren. Hier schaut er es sich an und entscheidet wieder gegen uns. Und das war halt sehr, sehr ärgerlich. Und deswegen war ich froh, dass ich einen sehr, sehr guten vierten Mann an meiner Seite hatte. Der vierte Schiedsrichter. Das muss ich jetzt auch mal ganz... Ja, Moment, was hat er denn gemacht mit dir? Der hat mich in den Arm genommen und hat gesagt, Herr Funkel, so und so, hat mir ein Bonbon gegeben zur Beruhigung und so weiter. Alex Wisnitz. Ja, genau, wie alles richtig früher. Ja, also ich fand das super. Und ich bin dann auch nach kurzer Zeit runtergekommen und ich habe mich nach dem Spiel bei ihm bedankt. Er war top, der vierte Schiedsrichter gestern war top. Hat er sich entschuldigt? Wer? Na, der vierte Mann bei dir. Ja, der hat sich jetzt nicht entschuldigt, aber es war sehr angenehm, ihn an meiner Seite zu haben. Ich bin sehr, sehr ärgerlich. Also Kommunikation, ne? Hilft manchmal auch. Die hilft. Kommunikation hilft und die hat in dem Falle sehr, sehr gut geholfen. Aber ich finde die Entscheidung trotzdem von Brüch kurios und auch nachher das Handspiel von Nastasic irgendwie. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das geht vielleicht ein bisschen unter, weil ihr gewonnen habt, aber Felix Brüch, unser bester Schiedsrichter, wie es immer heißt, also der spielt auch keine gute Saison, kann man noch mal festhalten. Obwohl er sein Team ausgetauscht hat, habe ich noch gelesen. Hat auch schon alles versucht. So, mal einen einzelnen Spot und dann gehen wir noch mal richtig ins Spiel rein. So, wir sind wieder zurück, weiter geht's. Und ich habe versprochen, wir gehen rein ins Spiel. Gut, fängt mal an. Erfrischend nüchtern betrachtet. Die Doppelpassanalyse wird präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei. Sehr gerne. Wir schauen noch mal ein bisschen auf die Bilanz und Situation von Domenico Tedesco. Also die Fans sind maximal frustriert. Ist auch verständlich. Die haben in dieser Saison schon 7 Niederlagen zu Hause erleben müssen. In den letzten 3 Heimspielen gab es nicht mal mehr ein Tor der eigenen Mannschaft. Und dieses 0:4 natürlich der negative Höhepunkt. Langsam gehen Tedesco wirklich die Argumente aus. 23 Punkte nach 24 Spielen. Wenn Stuttgart heute gewinnt, sind es nur 4 Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Natürlich ist er nicht allein schuld. Da hängt auch viel an der Transferpolitik. Aber wenn wir dann noch mal auf das Spiel gestern eingehen, Düsseldorf in allen Belangen besser. 13:7 Torschüsse, 8 Kilometer mehr gelaufen. Und wir sehen das natürlich dann auch am Abwehrverhalten. Also der erste Treffer war noch ein Elfmeter. Den können wir uns hier direkt anschauen. Und die anderen 3 gebe ich dann gerne ab in die Runde, um das im Detail noch ein bisschen zu vertiefen. Fortuna. Kannst du entscheiden, was macht Schalke schlecht, was macht Düsseldorf gut? Ja, wir reden nur über das Gute, nur über Düsseldorf. Da sieht man mal, wie unbekümmert sie sind, wie frei sie sind, dann ja genau einen Tunnel zu setzen. Dann wieder so ein genialer Pass in die Tiefe. Nein, man merkt einfach, dass Düsseldorf wirklich so einen Mega-Lauf hat und dass denen das alles einfach fällt. Ja? Also da einen Beinschuss zu setzen, da musst du schon sehr selbstbewusst sein. Ja, und dann aber, sofort der Blick. Und ich glaube, das ist auch ein Stück weit eure Philosophie. Ja. Wenn wir den Ball haben im Mittelfeld, wirklich, wen kann ich steil schicken? Und das hat man bei diesem Spielpass gesehen. Das war einfach hervorragend. Ich will jetzt nicht auf das negative Schalke draufgehen. Doch, kannst du ruhig. Nee, haben wir schon genug. Aber ich muss wirklich sagen, dass du solche Bälle wirklich nur spielst, wenn du wirklich dieses Selbstbewusstsein hast. Mhm. Und das haben die Düsseldorfer. Ja, und das dritte Tor ist ja ähnlich herausgespielt worden, auch über eine Kontersituation. Dann kannst du es uns mal erklären. Ja, aber der Fehlpass abgefallen und dann von Sobotka, und schaut mal ganz links den Lauf von Rahman dort. Haben wir extra über 30, 40 Meter in die Tiefe. Der Gegner ist völlig ungeordnet und wir nutzen das einfach sehr gut aus. Luke Baccio sieht Rahman und den Ball da von da mit links in den Winkel zu hauen. Das ist derjenige, der eben den Beinschuss gemacht hat. Der strotzt vor Selbstvertrauen, ganz klar. Ja, und das kann die Mannschaft auch haben, weil sie hat in den vergangenen Spielen Fantastisches geleistet. Wusstest du, dass die Schalker so Probleme haben?
beim Umschaltspiel? Ja, wir haben es natürlich gehofft. Ne? Ich habe es ja eben schon gesagt, die haben eine schwierige Situation. Und wenn wir dann in Führung gehen auf Schalke, dann wird das Publikum unruhig. Dann werden die, wir kennen das doch selber. Wir waren auch, ihr beiden vielleicht nicht, aber ich habe oft gegen den Abstieg gespielt als Spieler. Ja, dann wirst du nervös, dann wirst du unruhig. Ja? Du auch einmal, oder? Ja, auch mit Gladbach. Doch. Ja? Ja, okay, das wusste ich gar nicht. Einmal. Einmal, ich 10-mal. Ja, also von daher kenne ich die Situation. Du bist halt routiniert. Und es ist dann einfach auch so eingetreten. Das Publikum wurde unruhiger, die Mannschaft von Schalke wurde noch unsicherer. Und wir haben dann das, was Stefan gesagt hat, wir haben Selbstbewusstsein gezeigt, Selbstvertrauen gezeigt. Wir haben herrlichen Fußball geboten, wir haben kombiniert, wir haben keine Angst gehabt. Wir haben die Bälle nicht rausgekloppt oder rausgehauen, sondern wir haben fußballerisch wirklich auch verdient in der Höhe gewonnen. Genau, und diese Philosophie, ne, dieses Foul, was ja abgepfiffen wurde im Mittelkreis, worüber wir ja gerade diskutiert haben, auch da hat man gesehen, Ballgewinn, erster Blick sofort tief und den Ball auch spielen. Das ist einfach die Philosophie von Düsseldorf. Aber nicht erst seit gestern gegen Schalke, sondern gegen Bayern habt ihr es auch schon gezeigt, gegen Dortmund, auch gegen diese Spitzenteams, und es funktioniert in diesem Jahr. Ja. Aber da sieht man, glaube ich, auch ganz klar, dass es einen Geschwindigkeitsvorteil gestern gegeben hat. Oder nicht nur gestern bei den Schalkern, auch in der Vergangenheit schon vorher, wenn der Luke Bakio geschickt wird oder jetzt Kovnatski losgeschickt wird, Raman genauso, dann wird es brandgefährlich. Und das ist dieses Umschaltspiel, Balleroberung von Fortuna, ist schon sehr, sehr stark. Das muss man einfach so sagen. Ja, das ist der Schlüssel zu unserem Erfolg, ganz klar. 4-0 auch noch. Friedhelm, weil es so schön war. Ihr habt nicht nachgelassen, das muss man. Ja, man kann ja auch nach dem 3-0 mal aufhören. Sag hier noch was dazu. Also, ja, wieder Luco Baccio setzt sich durch. Gut, Schalke will aber keinen Zweikämpfe machen scheinbar. Ich weiß es nicht. Da waren sie mal postiert. Jetzt haben sie ein bisschen Pech. Der Ball wird da vom Torwart Kovnatski vor die Füße gespielt. Und der nutzt das eiskalt aus. Ja? Den haben wir im Winter geholt. Wo hast du den gefunden? Genau. Bitte? Wo hast du den gefunden? Also den habe nicht ich gefunden, sondern den hat Lutz Pfannenstiel gefunden, entdeckt, dann auch nach harten Verhandlungen zu uns geholt. Ja, der kommt aus Genua, der ist ein polnischer Nationalspieler in Genua, den haben wir jetzt ausgeliehen. Einer der größten Sturmhoffnungen in Polen. Ich habe lange mit dem polnischen Nationaltrainer gesprochen, der hat uns besucht in Marbella im Trainingslager, weil wir ja auch Kaminski hatten. Und er hat mir gesagt, also das ist im Grunde die Zukunft von Polen, wenn Lewandowski irgendwann mal aufhört. Und ich bin froh, dass ich ihn habe. Glaube ich. Also. Danke. Übrigens ein Spieler, an dem der Schalke 04 auch Interesse hatte, aber dann nur den zweiten Platz gemacht hat. Also Fortuna im Moment klar überlegen, im Vorteil gegenüber Schalke. Also danke erstmal für die Analyse. Erfrischend nüchtern betrachtet. Die Doppelpass-Analyse wurde präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei. So, jetzt schauen wir noch mal auf die Situation, die du, glaube ich, eben angesprochen hast, ne? Das Handspiel. So. Ja, sieht man ja schon auch an der Reaktion der Schalker Spieler. Nastasic, Kopf nach unten, weg. Also, ich denke oft bei den Ich dachte erst wieder, dieses Reklamieren, da fängt das wieder an. Aber ich denke oft bei den Schiedsrichtern, du siehst ja eigentlich an der Reaktion der Spieler schon auf dem Platz, war da was dran oder nicht. Und da reklamiert ja noch nicht mal mehr irgendein Schalker. Also, ich finde, wenn du selbst gekickt hast, dann kannst du da erkennen, der schleicht als betröppelter Sünder weg. Ja. Frage ist, warum hat er nicht festgehalten, ne? Oder gefangen, ne? Muss man sagen, oder? Also es ist so eindeutig. Ja. So, gleich reden wir über das Abendspiel natürlich. Die Pleite von Borussia Mönchengladbach. Die Bayern haben das gestern eiskalt ausgenutzt, und über den Trainer der Saison wollen wir natürlich auch noch sprechen und seine beängstigend positive Serie mit Fortuna Düsseldorf. Sie können erst noch mal 100.000 Euro gewinnen. Wir sind gleich wieder da. Hallo von Adel Bank, live aus dem Hilton-Hotel am Münchner Flughafen beim Check 24 Doppelpass. Schauen Sie mal. Ach, Freiburg am Boden, hätte man sagen können. Nein, so schlimm. So weit ist es noch nicht. So, jetzt geht's weiter mit Fortuna Düsseldorf. Bitte. Seit 30 Jahren bist du Trainer, echt schon? Ist ja Wahnsinn. Ne? Seit 30 Jahren bist du schon Trainer, ne? Ja, das könnte stimmen. Ja. Lese ich jetzt zumindest gerade. Ja, das stimmt. Sechsmal bist du aufgestiegen, öfter als jeder andere. Jetzt stehst du möglicherweise vor dem größten Erfolg, nämlich den Klassenerhalt mit Fortuna Düsseldorf. Einer Mannschaft, der keiner das zugetraut hat am Anfang der Saison, außer Friedhelm Funkel. So schaut's aus.
Vor gut 6 Monaten kam Friedhelm Funkel in den Doppelpass und die Ausgangslage war klar. Der Klassenerhalt mit Düsseldorf wird die schwierigste Aufgabe seiner gesamten Karriere. Ja, das kann man so sehen. Das kann man so sehen. Doch pünktlich vor der heißen Phase des Karnevals ist die Sache schon erledigt. 31 Punkte gerettet, danke, hellau. So schaut's aus. Der Abstiegsfavorit Nummer 1 steht bombensicher im Mittelfeld der Liga und spielt auch noch schönen Fußball. Friedhelm Funkel arbeitet an seinem eigenen Denkmal. Klassenerhalt mit Billigkader und Minibudget. So schaut's aus. Funkels Geheimnis, er holt 100% des Potenzials heraus, indem er die richtigen Leute an die richtigen Positionen setzt. Beispiel Oliver Fink, der älteste Bundesliga-Kapitän und der älteste Bundesliga-Trainer. Zusammen eine unwiderstehliche Achse der Erfahrung. Doch Funkel sorgt auch dafür, dass seine Mitarbeiter perfekt funktionieren. Der Trainer als geschickter Teamworker, Kompetenzverteiler und Bessermacher. So schaut's aus. Ein erfahrener Trainer, der auf die Erfahrung von anderen setzt, klingt furchtbar altmodisch, doch wenn andere wichtige Zettel verteilen, nimmt Funkel seine Spieler lieber persönlich ins Gebet. Und überhaupt ist Funkel mittlerweile ein Meister der Gelassenheit. Ich möchte das Leben auch weiterhin gut genießen können. Das mache ich neben dem Fußball. Ganz nebenbei möchten wir noch anmerken, egal wer dieses Jahr Meister wird, Friedhelm Funkel ist für uns jetzt schon Trainer des Jahres. So schaut's aus. Warum magst du keine Zettel? Ich brauche keine Zettel. Die Spieler wissen vor dem Spiel, was wir im Trainerteam, und ich werde jetzt ein bisschen da rausgestellt, aber ich habe ein fantastisches Trainerteam um mich herum. Ohne die Mitarbeiter bei mir wird das alles gar nicht funktionieren. Ich habe eine fantastische Mannschaft. Ja, und wir arbeiten die ganze Woche im Training auf das Spiel hin. Wir haben gewisse Abläufe, die wir mit der Mannschaft vor dem Spiel besprechen. Und dann brauche ich keine Zettel. Und ich bin auch kein Trainer, der permanent während eines Spiels die Taktik verändert. Ja, das wird ja heute sehr, sehr oft gemacht. Aber ich bin eigentlich der Meinung, dass man das nicht unbedingt braucht. Natürlich reagieren wir in der einen oder anderen Situation auch mal auf den Gegner und verändern taktisch minimal mal das eine oder andere. Aber dann sage ich einem Spieler Bescheid, der sagt das weiter und dann ist es in Ordnung. Und dann funktioniert das auch. Also ich brauche keine Zettel. Du hast gesagt, eine fantastische Mannschaft. Was zeichnet sie denn so besonders aus? Ja, der Zusammenhalt. Der Zusammenhalt dieser Mannschaft, die wir jetzt seit 3 Jahren im Grunde zusammengestellt haben, immer wieder ein neues Mosaikstückchen dazugenommen haben und dass die Mannschaft untereinander so gut harmoniert. Ich habe als Trainer überhaupt keine Aufgabe, mich darum zu kümmern, dass es in der Mannschaft funktioniert. Das macht ein Oliver Fink, das macht ein Ruven Hennings, das macht ein Adam Botzek, das macht ein Michael Rensing, das macht ein Marcel Sobotka. Ja, das ist einfach fantastisch, wie diese Mannschaft funktioniert. Und man sieht den Olli jetzt gerade da wieder, das ist ein Kapitän. Wir haben eben darüber gesprochen, dass es in Schalke Probleme gibt, möglicherweise mit dem Kapitän, weil erfahrene Spieler das nicht mehr sind. Fährmann ist abgelöst worden, Hövedes ist abgelöst worden. Aber für mich ist der Kapitän, der Vizekapitän, der Mannschaftsrat, das sind die wichtigsten Spieler in der Mannschaft. Und das müssen meine Vertrauten auf dem Spielfeld auch sein, auf dem Spielfeld und in der Kabine. Und das sind sie. Sie wissen, dass sie mir blind vertrauen können. Ich weiß aber genauso, dass ich denen blind vertrauen kann. Und das zeichnet uns einfach aus, dass wir über den Teamgeist zu solchen Leistungen fähig sind. Und das ist einfach fantastisch, mit diesen Jungs zu arbeiten. Das hört sich natürlich sehr romantisch an. Ne? Ja, ist es. Ja, das ist so. Ja? Ja? Also, dass das in der heutigen Zeit noch so möglich ist, ich glaube, das beweisen wir alles. Und das sind keine leeren Worte. Das ist in der Tat auch heute möglich. Klasse, muss man ja sagen. Also, das ist so, ne? Oder? Aber man sieht das Resultat momentan ja auch. Also ich feiere ihn erstmal dafür, dass er keine Zettel braucht. Finde ich echt richtig. Du magst gut. Auch keine Zettel? Nee, also ich verstehe den Sinn auch nicht, weil du trainierst die ganze Woche über zu dem Spiel hin, zu deinem Gegner, mit der Taktik. Und das hören die Spieler jeden Tag, permanent.
warum muss ich am Samstag noch einen Zettel da auf dem Platz schieben? Und ich finde auch, dass die Spieler auf dem Spielfeld selber auch mal eigene Entscheidungen treffen müssen. Ja. Und nicht nur immer das, was vielleicht manchmal vorgegeben wurde. Sie müssen selbstständig auf dem Spielfeld reagieren. Das haben wir früher auch. Wir haben auch mal das eine oder andere anders gemacht, als es der Trainer möglicherweise gesagt hat. Wenn es dann funktioniert, ist gut. Wenn nicht, kriegen Sie Ärger. Hans, ist die altmodische Geschichte wieder voll in, wenn man das so hört? Nein, also ich würde über diese Dinge würde ich nicht diskutieren, weil jeder Trainer seine eigene Form entwickelt, wie er die Spieler erreicht. Wenn dort ein Ralf Rangnick der Meinung ist, über seinen Zettel seine Botschaft reinzugeben, dann muss ich das akzeptieren. Ob ich es mache, ist mal eine andere Frage. Aber das ist nicht das, was unseren Fußball in irgendeiner Weise entscheidend prägt. Sowohl Ralf Rangnick, der einen Zettel schreibt, auch der junge Mann Nagelsmann von Hoffenheim. Ich halte von allen beiden eine ganze Menge. Also sollen sie Zettel schreiben. Herr Thomas. Was ich bei Friedlins Mannschaft beeindruckend finde, ist, ich meine, du hast von Anfang an gesagt, mit Nürnberg wahrscheinlich der Abstiegskandidat Nummer 1. Dann habt ihr auch eine schwierige Phase mal gehabt, alle haben die Ruhe bewahrt. Dann haben sie die Tugenden gebracht. Und jetzt finde ich, mit dem Selbstvertrauen, Stefan hat es angesprochen, letzte Woche musst du mal 10 Mann zu Hause bespielen. Das ist sicherlich eine Situation, die habt ihr oft in der Bundesliga nicht. Gestern, da ist eine ganz klare spielerische Fortentwicklung auch zu sehen. Das ist nicht nur so, dass sie laufen und dass sie sich reinhauen. Und ich freue mich für Friedhelm, weil ich ganz ehrlich sagen muss, es wird ja manchmal verkannt, damals mit Duisburg, sogar schon im Pokalfinale gewesen, gegen die Bayern. Ich glaube, Anwesende waren dabei. Damals dein bester Mann, ein bisschen kaputt gemacht worden, sonst wärst du vielleicht ein Pokalsieger. Also ich will damit sagen, er arbeitet ja schon... Sprich nicht so in Rätseln. Also Tan hat Salou gefoult damals. Ne? So war es. Ihr wart 1-0 vorne, sonst wärt ihr vielleicht Pokalsieger geworden. Aber ich will damit sagen, ich finde es schön, dass er jetzt die Anerkennung bekommt für eine Arbeit, die er nun wirklich schon, du hast es gerade eben gesagt, 30 Jahre leistet. Mhm. War es vielleicht auch so eine Trotzreaktion, Friedhelm? Weil alle gesagt haben, Fortuna Düsseldorf, erste Liga. Das funktioniert ja nicht. Ne? Die sind ja, natürlich ist es auch teilweise eine Trotzreaktion. Und wir haben uns vor der Saison auch ganz klar zusammengesetzt und haben sämtliche Szenarien durchgespielt, die uns auch erreichen können im Laufe der Serie. Wir haben auch darüber gesprochen, dass wir 4, 5, 6 Mal in Folge verlieren können. Ja, das war uns bewusst und das haben wir dann auch. Aber da ist wirklich alles ruhig geblieben bei uns. Die Mannschaft und das Trainerteam hat in Ruhe weitergearbeitet. Und wir haben dann die Kurve gekriegt mit dem Heimsieg gegen Hertha BSC Berlin. Dort haben wir 4-1 gewonnen nach 6 Niederlagen. Das war auch nicht so einfach. Hertha war damals auch, Hertha ist auch ein langjähriger Bundesligist, viel erfahrener als wir. Aber als wir dieses Spiel 4-1 gewonnen haben und auch spielerisch sehr, sehr gut dieses Spiel gewonnen haben, da war mir eigentlich klar, dass wir jetzt auf dem richtigen Weg sind. Und danach haben wir verdammt viele Spiele gewonnen. Was gerade in dem Beitrag auch schon richtig rauskam, glaube ich, seitdem tatsächlich Olli Fink wieder dabei ist, zumindest sogar im Kader, er wurde dann eingewechselt, glaube ich, beim Spiel gegen Hertha, gab es dann 26 Punkte von 31 am Ende. Und das ist auch ein Grund, glaube ich, dass der verlängerte Arm von Friedhelm Funkel auch da ist, dann nicht in jedem Spiel spielt, auch mal eingewechselt wird, auch mal nur auf der Bank sitzt. Aber für die Mannschaft ist das, glaube ich, sehr wichtig, weil sie da sich noch orientieren können, weil sie einen haben, der diesen Teamgeist zusammenfügt. Und da liegt einfach der Schlüssel des Erfolgs. Und da sieht man mal, wie wichtig so eine Hierarchie innerhalb einer Mannschaft dann doch ist. Das Wichtigste überhaupt. Darüber haben wir auch des Öfteren diskutiert. Du brauchst eine Hierarchie. Genau, wenn du eine Hierarchie hast, werden viele Dinge, und dann brauchst du gar keinen Trainer innerhalb der Mannschaft selber geregelt. Genau. Das war bei Ottmar Hitzfeld nicht anders. Der hatte seine 2, 3 Leute und die regeln das. Da musste er sich gar nicht drum kümmern. Und ich glaube, das zweite alles Entscheidende bei Fortuna Düsseldorf ist, dass sie eben perfekt im Kollektiv funktionieren. Ja? Sie haben halt einen klaren Plan. Ne? Die haben am Ende oder am Anfang der Saison haben sie in Nürnberg verloren. 0-3 sogar, glaube ich. Ne? Und dann die 6 Niederlagen hinterher, bevor dann die Wende gegen Hertha kam. Schlechter kann es kaum sein. Normalerweise wäre die Reaktion gewesen, Funkel wahrscheinlich entlassen, groß Theater.
Und da haben sie es geschafft, Ruhe zu bewahren, auch auf der Führungsebene. Hatten vielleicht auch ein bisschen Glück mit den Medien, die nicht draufgehauen haben, weder die Bild noch der Express. Habt ihr nicht? Das wundert mich. Es geht, weil wir, glaube ich, oder weil Fortuna sich selber auch so eingeschätzt hat, ja, es kann auch runtergehen. Und die einzige Möglichkeit, die man eben hat, ist eben dann als Mannschaft. Und dann gab es diesen zweiten Punkt in der Winterpause, wo es um die Vertragsverlängerung geht, wo es auch noch mal ein Knackpunkt war, wo sich aber auch die Mannschaft in einer, finde ich, beeindruckenden Art und Weise positioniert hat. Zeitpunkt eigentlich, wo mal Unruhe war in Düsseldorf. Das war der einzige Zeitpunkt, wo... Erzähl mal, was da los war. Das war völlig unnötig und das ist ja jetzt auch mittlerweile schon verjährt. Ja, ist ein Vierteljahr weiter. Ja, ist ein Vierteljahr her. Es war unnötig, es gab eben leichte Probleme mit der Vertragsverlängerung von mir, weil der Verein erst im Mai mit mir sprechen wollte und ich das eben nicht so haben wollte. Und da sind wir uns dann relativ zeitnah dann auch entgegengekommen. Und ich Erstmal nicht, aber zwei, drei Tage später haben wir es dann doch so hinbekommen, dass ich bei Klassenerhalt weiter Trainer bleibe. Ich bin froh darüber, weil ich mit Herz und Seele oder mit Leib und Seele bei der Fortuna Trainer bin und ich so eine fantastische Mannschaft nochmal trainieren darf und wir die Ziele, die wir uns gesetzt haben, bisher alle erreicht haben und das letzte Ziel, jetzt in diesem Jahr in der Klasse zu bleiben, das werden wir auch schaffen. Aber Friedhelm, ist da nichts hängen geblieben? Es wirkte ja so ein bisschen damals wie ein Kräftemessen, auch mit Robert Schäfer. Nee, das war kein Kräftemessen. Wir sind alle auf einem sehr guten Weg, das wieder hinzubekommen. Ist ja schon unfassbar, wie die Vereinsführung damals diesen Erfolg gefährdet hat, ja, durch diese unfassbaren 48 Stunden. Also ein Trainer, der mir anbietet, ich möchte nur einen Vertrag haben, der für die erste Liga gilt, da sage ich doch, alles klar, ja, wo soll ich unterschreiben hier als verantwortlicher Geschäftsführer? Weil es ist ja ohne jegliches Risiko. Wenn der Trainer gut genug ist, um die Klasse zu halten, warum sollte ich nicht mit ihm weitermachen? Aber sowas vergisst man doch nicht, oder? Ich glaube, im Erfolg kann man vieles dann vergessen. Ja, es lief dann sehr, sehr gut weiter. Vorhin ist ja auch Lutz Pfannenstiel schon mal hier in der Sendung gelobt worden von Friedhelm Funkel. Sehr gerne. Im Erfolg kann man alles vergessen. Vorhin hat Friedhelm Funkel ja auch in der Sendung Lutz Pfannenstiel gelobt für seinen Wintertransfer. Ich glaube, natürlich kann es danach gut weitergehen. Ich finde hochspannend, und vielleicht können Sie dazu auch noch was sagen, Herr Funkel, haben Sie mal überlegt, schöner als dieses Jahr wird es nicht? Und ich höre lieber nach dieser großartigen Saison, ja, wo alle von einem 3-3 bei den Bayern sprechen, jetzt 4-0 auf Schalke. Sie sind sehr realistisch, kommen hier sehr, mit sehr klaren Einschätzungen toll rüber, dass Sie selbst wissen, das ist eigentlich im nächsten Jahr nicht mehr möglich. Und ich mache jetzt lieber den großen Abschied und höre entweder ganz auf oder warte auf noch mal eine ganz andere Aufgabe, wo ich mich vielleicht noch mal anders beweisen kann. Nee, der Gedanke ist mir nicht gekommen. Dafür bin ich zu gerne Trainer. Dafür bin ich einfach zu gerne Trainer und ich mache mir jetzt auch keine Negativgedanken über die nächste Saison. Ich weiß jetzt schon, dass es wahnsinnig schwer wird, diese Saison in der nächsten Saison noch mal zu toppen. Aber wenn wir es schaffen, den einen oder anderen Spieler zu halten, vielleicht den einen oder anderen, und davon bin ich überzeugt, wir haben ein sehr, sehr gutes Scouting-Team, wir haben sehr, sehr gute Leute, das hat man auch in den letzten Jahren gesehen. Wir haben auf dem Transfermarkt wirklich für Düsseldorf machbar sehr gute Spieler verpflichtet, die wir dann auch ein Stück weit in die Mannschaft hineingebracht haben. Und der Weg der Fortuna ist noch nicht zu Ende. Und deswegen, ich habe immer gesagt, Fortuna ist meine letzte Station als Trainer. Und wie lange das dauert, das müssen wir abwarten. Aber ich würde mich sehr darüber freuen, auch im nächsten Jahr Trainer zu sein. Denn das würde bedeuten, dass wir die Klasse halten. Friedhelm, aber wie ist denn das eigentlich für dich auch selber? Man hat immer gesagt, der holt aus dem Potenzial alles raus. Aber es gab auch immer viele, die haben gesagt, naja, das ist eher so ein Defensivfußball, wo wir oft schon drüber gesprochen haben, was teilweise gar nicht stimmt, wie man jetzt auch in Düsseldorf sieht. Inwiefern genießt man das denn dann auch? Die Anerkennung, die ja in diesem Jahr so auf dich niederprasselt, wie wahrscheinlich noch nie bei den Stationen vorher. Ja, das ist ein Stück weit wahr, aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich würde das nicht genießen. Genießen sollte man das ja auch. Und das mache ich zusammen mit meinem Trainerteam und mit der Mannschaft. Wir genießen einfach den Augenblick und den musst du auch genießen, weil du weißt auch ganz genau, es kommen auch wieder andere Zeiten. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass wir, so wie wir es im Herbst geschafft haben, diese 6 Niederlagen wirklich gut zu verarbeiten, innerhalb der Mannschaft. Und ihr wisst das, du weißt das als Trainer, dann kommt in der Regel da Unruhe auf, wenn du 6-mal hintereinander verlierst. Ja? Und die ist
bei uns überhaupt nicht aufgekommen. Die ist überhaupt nicht aufgekommen. Und das ist der Grund, warum wir letztendlich die Kurve bekommen haben. Anders als vielleicht bei anderen Vereinen, wo viel Unruhe war, wo heute noch Unruhe ist, wo Unstimmigkeiten waren, wo die Trainer gewechselt wurden und so weiter. Das alles ist bei uns nicht passiert. Und man sieht, dass man auch dadurch und damit auch nachhaltig Erfolg haben kann. Warum hast du die Kurve noch nicht bekommen mit Robert Schäfer? Bitte? Warum hast du mit Robert Schäfer die Kurve noch nicht bekommen? Doch, noch mal zurückgehen. Du hast, doch. Weil du sagst, wir sind auf dem Weg. Was bedeutet das? Dass das auch noch besser werden kann. Oder ist Lutz Pfannenstiel die dazwischen als Puffer? Nein. Also Lutz Pfannenstiel, das muss ich auch mal ganz klar sagen, und ich, wir arbeiten sehr, sehr gut zusammen. Ja, er hat richtig gute Wintertransfer. Da ist er für verantwortlich, nicht ich. Die haben wir natürlich abgesprochen, keine Frage. Ja. Aber da ist er für verantwortlich gewesen, dass die Zusammenarbeit klappt wirklich sehr, sehr gut. Ich habe jetzt im Moment mit Robert nicht mehr ganz so viel zu tun, weil Lutz jetzt als Sportvorstand mit mir mehr zusammenarbeitet. Aber auch Robert und ich haben ein Verhältnis, was absolut in Ordnung ist. Und da bleibt unterm Strich gesehen nichts mehr hängen. Was wird, wir waren bei den Spielern eben, was wird aus deinem Stürmer? Du hast gesagt, der ist nicht zu halten, Luca Baggio. Wir würden ihn natürlich gerne halten. Und Lutz hat zuletzt noch mal gesagt, wir haben eine kleine Chance. Und da habe ich gesagt, egal wie klein die ist, die müssen wir natürlich versuchen zu nutzen. Aber er hat sich mittlerweile so in den Fokus gespielt. Wenn du in München 3 Tore schießt, da schießen nicht viele Spieler. Ronaldo schießt in München vielleicht mal 3 Tore. Ja, aber ein Spieler von Fortuna Düsseldorf, wenn du gegen Dortmund ein Tor machst, wenn du auch gestern wieder wirklich richtig gut spielst, dann wird es natürlich schwer. Aber für den Spieler, der ist gerade mal 21 geworden. Er gehört Watford noch? Wäre es, glaube ich, ja, der gehört Watford und der muss normalerweise zurück. Ich glaube, für den Spieler wäre es noch mal sehr gut, ein Jahr bei uns zu spielen. Was soll ich auch anders sagen als Trainer? Ja. Und, Weil er dann weiß, dass er 25, 28 Spiele macht in einer Saison. Und dann eben gestärkt durch 2 Jahre Bundesliga vielleicht irgendwo anders hin. Was nutzt es ihm, wenn er jetzt irgendwo hingeht und nicht spielt? Ne? Aber das sind immer die Wünsche eines Trainers. Ich hoffe natürlich, dass er sich erfüllt. Also die Chance, dass er bleibt, glaube ich, die ist wirklich so, aus meiner Sicht. Ja, es wird sehr, sehr eng, er ist nur ausgeliehen. Und wenn man jetzt gerade die Preise, die bezahlt werden, gerade in England sieht, dann ist das eine Kategorie wahrscheinlich, wo schon 21 Millionen ausgibt. Aber er fühlt sich sehr, sehr wohl bei uns und er hat auch schon mal durchklingen lassen, dass er sich das vielleicht vorstellen könnte. Aber der Wunsch eines Spielers und der Berater, die gehen natürlich meistens meilenweit auseinander. Okay. Einen neuen Torwart möchtest du auf jeden Fall haben, hast du gesagt. Ja, wir brauchen natürlich einen neuen Torwart, weil wir eine Verletzungsmisere auf der Torhüterposition in den letzten 1,5 Jahren haben, die ich noch nie so erlebt habe. Ja, Michael Rensing war mit seinem Rippenbruch in der 2. Liga sehr, sehr lange verletzt. Raphael Wolf ist jetzt schon seit Monaten verletzt. Die beiden Nachwuchstorhüter, Tim Wiesner, er hat ein richtig guter Torwart, der aber jetzt wieder an der Schulter operiert worden ist. Der hat schon beide Schulter gebrochen gehabt, beide Knie operiert worden ist mit 20. Ja, also da weiß man auch nicht, ob der überhaupt noch mal zurückkehrt. Ich wünsche es ihm natürlich. Und Michael Rensing ist ein zuverlässiger Torwart, aber ist im Moment auch der Einzige, den wir haben. Dem darf nichts passieren, weil danach ist der dritte Torwart der U23, sitzt bei uns auf der Bank. Also da weiß man, wir haben Jaro Dropny geholt, ja, Top-Typ, Top-Torwart auch immer noch mit 39 Jahren. Der bricht sich die Mittelhand. Ja, der bricht sich die Mittelhand im Spiel gegen den 1. FC Nürnberg, sodass er auch schon wieder ausfällt. Also wir brauchen in der nächsten Saison auf jeden Fall Torhüter. Ich wollte gerade sagen, mach kein Torwarttraining mehr oder so. Lass sie doch mit Feld mitspielen. Ja. Family, ja. Hast du recht. Er ist ja solche, ja, ne? Ja, ja, ja. Hans, was gefällt dir so gut an der Arbeit von Friedhelm? Ich kenne ihn sehr lange. Wir haben auch schon gegeneinander gespielt. Hast nicht erzählt. Du hast nur von deiner Freundin gesprochen, dass wir euch. dass wir damals, als du bei der Eintracht warst, wie euch in Nürnberg 4-0 weggeputzt. Im Pokal-Halbfinale 5-0 verloren. Kann ich mich heute noch erinnern. Ich wache manchmal nachts auf. Und Schweiß gebadet oder was? Nein. Voller Glück. Und jubelst oder wie? Wie muss ich mir das vorstellen? Selten genug, dass ich solche Erfolge hatte, wo wir die anderen vor uns hergetrieben haben. An dem Tag war das so, ja. Friedhelm. Aber ich habe von ihm immer viel gehalten.
wenn du alle seine Stationen mal hinschaust. Das war ganz, ganz solide Arbeit. Fachmannschaft sowieso. Auch immer bodenständig, immer auf dem Teppich, wenig sich im Vordergrund schieben. Das hat mir richtig gut gefallen. Aus der Ferne, ich habe ihn auch jetzt längere Zeit nicht gesehen, im Flugzeug. Wieso bist du eigentlich zweiter Klasse geflogen und ich erster? Warum? Ja, weil du älter bist. Das ist der Bonus des Älteren. Da, ist untergegangen. Also. Also, Tatsache ist, dass ich natürlich von ihm über seine Arbeit gesprochen habe. Aus der Ferne habe ich gesehen, dass sie ein richtig glückliches Händchen hatten mit ihren Transfers. Also mit denen aus Italien, den ihr jetzt geholt habt, aber vor allen Dingen diesen Mittelstürmer, der eigentlich schon auf dem falschen Weg war. 19-Jährige sind vom Kopf her oftmals auf dem falschen Weg. Das sieht man deutlich. Dort hast du aber klare Vorteile gegenüber Nürnberg, mit denen ihr vor einem Dreivierteljahr unter gleichen Voraussetzungen aufgestiegen seid. Das muss man schon sagen. Was ich nicht wusste und was natürlich draußen die Menschen natürlich genauso wenig wie ich mitbekommen, auch wenn ich es als ehemaliger Trainer natürlich sehe, diese Mannschaft, da stimmt eine ganze Menge, was die Truppe angeht. Also ihr habt dort offensichtlich vorher, bevor die Transfers gekommen sind, aber auch schon eine richtig gute Mannschaft zusammen gehabt, im Sinne von Zusammenhalt. Ohne dem kannst du mit den Voraussetzungen von Fortuna nicht die Leistung bringen, die du momentan mit ihnen bringst. Also das ist ganz, ganz wesentlich. Und jetzt frage ich noch endlich, was die nicht Abstiegsprämie ist. Das haben wir schon gemacht. Ich weiß es schon. Ja. Aber er hat extra gesagt, sag es bitte nicht in der Sendung. Hat er gesagt. Also. So, jetzt haben die Bayern also tatsächlich die 9 Punkte aufgeholt auf Borussia Dortmund. Das relativ schnell. 2 Tore sind sie nur noch hinter dem BVB. Und in ein paar Wochen gibt es ja auch das direkte Duell. Dann können sie die Dortmunder endgültig überholen. Du hättest mehr als 2 Tore machen müssen und du mehr als 1. Stimmt. Und dann könnten die Bayern bereits Tabellenführer sein. Chancen hatten sie jedenfalls genug für einen zweistelligen Sieg. Aber Tormann Sommer hielt prächtig. Die Leistung seiner Vorderleute hingegen war nicht einmal mittelprächtig. 3. deutliche Heimniederlage in Folge, Torverhältnis 1:11. Dazu Trainer Heckings Versuch mit Kramer auf der Sechserposition gründlich misslungen. Mönchengladbach insgesamt indisponiert. Und erst so wurde die Bayern-Gala überhaupt möglich. 4. Sieg in Folge, der 11. in 12 Spielen. Dabei musste Trainer Kovac ein halbes Dutzend Verletzte verkraften. Kein Problem. Und sogar Müller traf mal wieder nach 3 torlosen Monaten. Gladbach flop, Bayern top. Und weil es so wirkt, als würde die Krise des BVB die Münchner zusätzlich beflügeln, ist festzustellen, es sind Borussen, die Bayern noch stärker machen. Ja, Hans, was war gestern los mit euch? Nicht besonders viel, ne? Oder? Hat jeder gesehen. Wer ganz genau hinschaut, weiß natürlich, dass du dieses Spiel auch ein ganz klein wenig im Zusammenhang mit dem sehen musst, was wir in den letzten 4 Spielen gespielt haben. Da geht es jetzt nicht nur um die Resultate, sondern auch das, was auf dem Platz gelaufen ist. Und da haben wir jetzt das 3. Heimspiel hintereinander, nachdem wir vorher gefühlte 5-6 Jahre zu Hause nicht mehr verloren hatten. Und ausgerechnet gegen Hertha kriegen wir ziemlich zeitig ein Gegentor. Und was wir danach gespielt haben, das war weit weg von dem, was uns richtig stark gemacht hat in dieser Phase, wo wir ja von Didier Hamann schon als Anwärter auf den deutschen Meister gehandelt wurden. Also diese Hertha-Spiel. Punktemäßig wart ihr auch dran. Jetzt kommt das nächste Spiel, das nächste Heimspiel gegen Wolfsburg. Duplikat von dem, was wir dort erlebt haben. Die ersten 20 Minuten durchaus so wie die anderen Spiele auch. Eigentlich aktiv, auch mit 2-3 Möglichkeiten. Dann kommt das Gegentor und wir fallen zusammen wie ein Kartenhaus. Und zwischenzeitlich habe ich allerdings Hoffnung gehabt, dass wir nach Frankfurt gefahren sind, eine Mannschaft, die man eigentlich heute auch hier eine halbe Stunde abhandeln können, über die Art und Weise, wie sie das jetzt das zweite Jahr hintereinander machen. Freddy Bobic kommt nächste Woche, machen wir doch. Okay, dann freue ich mich jetzt schon. Sie machen es nämlich ausgezeichnet und dass wir hinfahren nach dieser Niederlage gegen Hertha und machen so ein Auswärtsspiel, wo wir ganz, ganz stark gespielt haben. Das gibt mir eigentlich wieder Hoffnung, dass diese 3
Spiele Heim-Niederlagen zu Hause, dass das auch noch wieder in den Griff zu bekommen ist. Denn wir sind momentan total von dem weg, was uns stark gemacht hat. Wir waren ganz stark abwehrmäßig. Wir waren auf der Basis dieses abwehrmäßig starken Spiels in der Lage, immer wieder auch die nötigen Tore zu machen, um zu gewinnen. Und dann tauchen wir auf einmal auf dem zweiten, auf dem dritten Platz, was jeder, der ein bisschen Ahnung hat vom Fußball, hier sitzen ja nur welche, die Ahnung haben vom Fußball, mir bestätigen wird, dass wir auf dem zweiten, dritten Platz in Deutschland normalerweise nichts zu suchen haben. Wenn du das nimmst, was in der Mannschaft steckt, gehören wir zu einer Gruppe von Mannschaften, die, wenn es gut läuft, wenn keine Verletzten da sind, immer auch mal um die internationalen Plätze spielen kann, aber wo auch immer wieder mal möglich ist, wie voriges Jahr, dass wir bei vielen Verletzten, auch weil insgesamt dann das Erfolgserlebnis nicht kommt, auch mal schnell auf dem 9. landen. Das ist etwas, was normal ist. Wo wir gestanden haben, ist nicht normal. Das, was wir in den letzten 4 Spiele gespielt haben, auch nicht normal. Jetzt gilt es, und das ist eine ganz schwere Sache von Dieter, mit der Mannschaft zusammen wieder zurückzufinden zu dem, was uns stark gemacht hat. Dort sind wir momentan weit entfernt. Gut, dass du Dieter angesprochen hast. Wir hören mal kurz, was er gesagt hat. Es geht darum, dass du das, was du hast, musst du verteidigen. Ja, und das war eine Riesenbasis über 21 Spieltage bei uns, dass wir sehr, sehr gut verteidigt haben, dass wir sehr kompakt spielen, dass wir auch aus dieser Kompaktheit heraus sehr aggressiv spielen können. Das ist uns jetzt in den letzten 3-4 Spielen verloren gegangen und das muss wieder her. Ja. Und jetzt muss man das als Mannschaft auch mal über sich ergehen lassen, genau wie wir das Lob genommen haben. Nehmen wir jetzt die Kritik an. Das ist zumindest immer meine Haltung. Das werde ich auch der Mannschaft genauso morgen in der Analyse sagen. Das besprechen wir alles gleich ganz in Ruhe. Die Bayern haben gejubelt, gestern 5 Tore geschossen. In Gladbach, also vor allem die Defensive, schwächelt besonders zu Hause. Alles gleich bei uns im Check24 Doppelpass. Hi von Heidel und Bent, live aus dem Hilton Hotel am Flughafen beim Check24 Doppelpass. Und Ruth hat noch was zu Fortuna Düsseldorf, oder? Ganz genau. Im Netz finde ich sehr viel Anerkennung für Friedhelm Funkel. Also auch die anfänglichen Kritiker wurden da überzeugt. Zum Beispiel Simon sagt, muss gestehen, dass sich Friedhelm Funkel eine solche Leistung gar nicht hier zugetraut hätte. Für mich war Funkel immer ein Feuerwehrmann, der keinen zeitgemäßen Fußball spielen lässt. Aber Respekt, er wurde eines Besseren belehrt. Und auch hier heißt es, Friedhelm Funkel ehrlich, bescheiden und seit 30 Jahren erfolgreich, sympathisch im Zeitalter der Sprücheklopfer und Selbstdarsteller. Das sind jetzt nur exemplarisch 2. Es gibt jede Menge Lob mehr. Und wir gucken mal auf unseren Live-Blog. Da sagen 79%, Sie sind der Trainer der Saison, also klare Mehrheit. Und hier ist auch eine Menge los. Gerne mitdiskutieren. Es gibt sogar einen Zungenbrecher, sehe ich hier. Friedhelm Funkel, Funkel, feurige Fortunen. Vielleicht wird da mal ein Song draus. Und wir wollen jetzt mit unserem nächsten Live-Voting weitermachen. Die nächste Frage, da geht es um die Meisterschaft. Wer, denken Sie denn, wird Meister? Schaffen es die Bayern? Also gerne mitmachen online. Live-Voting auf sport1.de. Bayern oder Dortmund. Kannst du nicht den Zungenbrecher noch mal zeigen? Gerne. Friedhelm Funkel, feurige Fortunen. So und jetzt alle. Nee, Friedhelm macht das mal. Kannst du, was, ich muss das sagen. Ja. Friedhelm Funkel, Funkel, feurige Fortunen, funkelt Friedhelm Funkel. Wow. Das gehen wir schneller, ne? Nee, alles gut. Fest bestanden. So, was haben wir jetzt? Jetzt gehen wir ins Abendspiel rein. Gleich in die 2. Minute. Hat Hans zum ersten Mal weggeguckt wahrscheinlich. Also Eckball für die Bayern. Martinez mit dem Führungstreffer. Man muss noch mal hinzufügen, Stefan, vorher hatten die Bayern schon eine Riesenchance, ne, die genau. Die Ecke geführt hat. Ja. Und hier, guck, jetzt gibt es wieder unsere beliebte Diskussion. Herr Zweier, was sagst du zu dem Zweikampf? Hans, fang du mal an. Foul oder nicht? Du bist gefragt. Nein, ich frage dich jetzt mal. Ja, wenn ihr beide nichts sagt, dann werde ich mich also äußern. Normalerweise ja, klar, wird das auch abgepfiffen. Das kann abgepfiffen werden. Wenn es mir im Training passiert mit meinem Jungen, mit meinem Spieler, dann pfeife ich nicht.
weil ich sage, er kann sich als Abwehrspieler natürlich auch mal ein bisschen anders wehren. Ja, also definitiv. Das ist meine Meinung. Aber natürlich, wenn du es ganz krass nimmst, Hans, wenn andere dafür Elfmeter bekommen, das Tor nicht anerkannt wird, dann kannst du an irgendeiner Stelle natürlich dort auch mal als Fan, als Gladbach-Fan erwarten, dass dort auch mal gepfiffen wird. Ich bin ja auch Gladbach-Fan. Du bist trotzdem anderer Meinung. Aber ich muss in dieser Situation sagen, dass für mich persönlich kein Elfmeter war. Diese Zweikämpfe oder dieses Drücken. Kein Foul meinst du? Kein Foul, dieses Drücken und ein bisschen wegdrücken, das macht jeder Verteidiger bei den Stürmern oder bei den Offensiven und die Offensiven bei den Verteidigern. Also das ist Für mich ist die entscheidende Frage ist ja bei der Bewertung, ist dieser Schubser von Martinez entscheidend dafür, dass der Spieler fällt? Oder schauspielert er? Und mein Eindruck ist, dass er eindeutig... Elvedi meinst du jetzt? Bitte? Elvedi schauspielert? Nein, das ist ja die entscheidende Frage. Ist, so, sozusagen der, ist der okay. Stoß entscheidend dafür, ja, dass er fällt? Ja. Oder übertreibt der Spieler, um den Freistoß zu ziehen? Mhm. Und da man ja sieht, dass auch der Spieler sich sofort wieder versucht aufzurappeln. Ja? Also der will ja gar nicht schauspielern, sonst würde er da den sterbenden Schwan machen und liegen bleiben und dramatisieren. Ich hätte faul gepfiffen, weil Ursache Wirkung, der Schubser von Martinez ist entscheidend. Und jetzt gibt es noch einen zweiten interessanten Punkt. Schiedsrichter war gestern Herr Zweier. Und der hat eine nahezu identische Szene kürzlich in der Champions League bei Atletico gegen Juve nach Review, nach Blick auf den TV-Beweis zurückgenommen. Und da fehlt mir dann die Vergleichbarkeit. Ja? Wenn derselbe Schiedsrichter zwei sehr ähnliche Szenen innerhalb von 10 Tagen unterschiedlich bewertet und ja hier auch, wie gesagt, aus der Körpersprache des Gladbachers deutlich wird, da macht einer keine Show, ja? Sondern versucht so schnell wie möglich auf die Beine zu kommen, um noch irgendwie zu retten, was zu retten ist. Also klares Foul. Ich kenne den jungen Mann. Show war das nicht. Der ist schon richtig behindert und gestört worden. Diese andere Frage ist natürlich, und er ist aber sehr jung und einer von unseren Innenverteidigern, die aber eine richtige Zukunft vor sich haben und die es überragend gemacht haben, lange Zeit. Aber da kann er auch lernen, ein bisschen anders kann er sich dort im 16er auch mal noch versuchen zu wehren. Und das war doch aus meiner Sicht ein bisschen passiv, dass er dort pfeifen kann, vielleicht für den Fan auch muss. Das ist eine andere Frage. Also aus Gladbach-Fansicht würde ich sagen, klares Foulspiel und noch rot wegen Tätlichkeit. Was? Ja, ganz klar, Martinez, das ist fast schon Ellenbogen. Ja. Aus Bayern-Sicht überhaupt kein Foulspiel. Das ist ein leichter Schubser. Da muss der Elvedi sagen, hey, du musst ein bisschen mehr aufpassen, mehr Körperspannung haben. Und aus neutraler Sicht. Jetzt sagst du noch aus schiedlicher Sicht, oder wie? Nee. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Ginter da nicht runtergegangen wäre. Der hätte sich anders verteidigt und gewehrt. Friedan, was sagst du denn? Also ich hätte es auch nicht gepfiffen. Ist normal bei Standard. Ich hätte es auch nicht gepfiffen. Ich glaube einfach, der Hans hat es ja gerade auch gesagt, dass der Elvedi ist ja ein sehr, sehr junger Spieler, dass er aus dieser Situation eben auch lernt. Er muss einfach versuchen und lernen, in der Situation robuster zu verteidigen. Du musst einfach robuster verteidigen. Du weißt, dass der Martinez ein sehr, sehr kopfballstarker Spieler ist. Dass da im Strafraum auch mal mit Händen gearbeitet wird, das weiß man. Ich glaube, dass ihm das nicht mehr passieren wird. Also ich hätte das Tor auch gegeben. Dann hören wir noch mal die beiden Trainer, die komischerweise auch unterschiedlicher Meinung waren. Es geht darum, dass wir in einer Spielsituation sind, wo sich Martinez einen klaren Vorteil verschafft durch das Schubsen. Und wer Fußball gespielt hat, weiß, dass der Abwehrspieler keine Chance mehr hat, irgendwas zu retten. Ja, und unsere Spieler haben, denke ich, darauf gehofft, dass es im Videobeweis zu sehen ist, dass es ein Foulspiel ist. Wenn natürlich dann in Köln auch das so entschieden wird, dann muss ich sagen, dann können wir wieder alles machen im Strafraum. Ich erinnere mich an einem Spiel hier, wo uns jede Situation im Strafraum abgepfiffen worden ist. Ja, und heute haben wir wieder das Gegenbeispiel. Also das ist wieder dieser schmale Grat. Ja, ich bleibe dabei. Für mich ist das ein klarer Vorteil verschaffen und das wäre kein reguläres Torgewinn. Wir haben deswegen das Spiel nicht verloren. Nochmal. Ja, aber es ist natürlich schon, wenn du nach 2 Minuten 1-0 hinten liegst, ist natürlich schon zumindest etwas, wo du deinen Plan erstmal wieder umwerfen musst. Und deshalb kann ich es nicht ganz nachvollziehen, warum der Videobeweis da in dem Fall das hat durchgehen lassen. Ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Bei dem ist es ein leichtes Schubsen, aber das Schubsen reicht für mich nicht aus, um dort das abgepfiffen zu bekommen. Das ist meine persönliche Meinung. Ich bin immer einer, der das offen und ehrlich sagt, wenn es auch für uns positive Entscheidungen gibt. Wenn ich da anderer Meinung bin, sage ich das auch. Aber in dem Fall, das ist mir zu wenig, um im Bundesliga-Fußball dafür einen Freischuss zu bekommen. Also von daher bin ich der Meinung, war das ein reguläres Tor. Das ist eine Situation, wo zwei Meinungen zulässig sind und wo man einfach mit seiner Wahrnehmung auf dem Platz entscheiden muss. Nach Ansicht der Fernsehbilder lässt das Bild und der Ablauf an sich auch eine andere Entscheidung zu. Absolut.
Ja, ja, aber alle Meinungen sind ausgetauscht. Ja. Alles klar. Kann man so sehen oder so. Aber ich bleibe dabei, er bringt wieder aus dem Gleichgewicht. Ja. Ohne den Schubser wäre er nicht hingefallen. Insofern klarer Vorteil verschafft. Und wenn wir jetzt die Szene von Atletico Juve nochmal hätten, wäre schön zu sehen, dass ihm derselbe Schiedsrichter eine sehr vergleichbare Szene da anders beurteilt hat. Und das ist das eins der Kernprobleme beim Videobeweis. Bei allem Guten, was er meiner Meinung nach bewirkt, es muss eine Vergleichbarkeit in der Bewertung der Situation geben. Und solange das nicht gewährleistet ist, sind die Leute ratlos und sagen sich ja, was soll's dann? Zur Wahrheit gehört aber, glaube ich, auch, dass nicht Felix Zweier schuld ist an der Gladbacher 1. Hat keiner gesagt. Ne? Also hat keiner daher, gesagt. Ich glaube, wir unterhalten uns jetzt über diese eine Szene, aber vorher hatte schon Bayern eine Großchance gehabt, hätte da schon 1-0 führen müssen. Naja, aber da muss ich sagen, also ein 1-0 ist nun wirklich bei der Konstellation, Dortmund hat verloren, die Bayern kommen dahin. Natürlich sind die heiß, also da ist das 1-0 schon wirklich ein Ding, wo ich sage, da kann man nicht sagen, natürlich war Bayern klar besser als Gladbach, aber das ist schon eine spielentscheidende Szene, wobei ich es eigentlich auch eher so bewerte, Thomas Müller hat es, habe ich gestern auch gesagt. Als Gladbacher hätte ich auf jeden Fall gesagt, musste abpfeifen. Aber ich finde, was hier gesagt wurde, schon mit der Stabilität, wie du da als Abwehrspieler stehen musst, damit kann ich auch was anfangen. Aber der Knackpunkt ist doch, dass du zweimal schlecht startest, gleich zu Beginn in der ersten Halbzeit und in der zweiten. Das erklärt uns Hans gleich, was in der Kabine los war. Apropos Thomas Müller, Stefan, 2-0, Bayern 11 Minuten vorne. Ja, ich meine, nicht nur wegen dem Tor, was er macht, hat er sehr, sehr gut gespielt, hat viel für die Mannschaft gearbeitet, hat die rechte Seite mit zugemacht. Und ja, das ist halt, Thomas Müller kann den ersten natürlich auch schon reinmachen, aber das ist natürlich auch so eine Erlösung, so eine Befreiung nach schwierigen Wochen, war gesperrt gegen Liverpool, auch im Rückspiel noch, ist das eine Genugtuung für ihn. Was macht die Gladbacher Defensive da? Nix, ne? Na, sind in der Überzahl und schauen zu. Also, aber nicht nur in der Szene. Also das Spiel ging 1-5 aus. Also man muss auch mal wirklich sagen, dass die Gladbacher hätten ja auch 7 oder 8 Stück kriegen können, ja, wenn es ganz übel läuft. Aber nochmal zum Thomas Müller, um das kurz abzuschließen. Er hat unwahrscheinlich viel für die Mannschaft gemacht. Ja? Und auch wenn du siehst mittlerweile, und ich glaube, irgendwann hat es Klick gemacht bei den Bayern, wie James für die Mannschaft arbeitet, wie Gnabry die linke Seite auch defensiv mit zumacht, dass Kimmich sich mal auch voll konzentriert auf die Defensive. Das sind jetzt viele Faktoren, die zusammenpassen. Und deswegen war der Sieg hochverdient, auch in der Höhe. Und ich muss sagen, Dortmund... Ich glaube, die spüren... Es gab mal kurz ein bisschen Hoffnung, ne, Stefan, oder? Für die Gladbacher? Ja, nach dem 1-2, hast du nicht gedacht? Ja, da hatten sie eine gute Phase. Da waren so 10 Minuten, 12 Minuten, wo sie gut im Spiel drin waren. Haben das dann auch mit in die Halbzeit genommen, das Ergebnis. Da hat man gedacht, okay, das kann noch mal sich drehen. Aber im Endeffekt haben die Bayern das so abgezockt runtergespielt. Für mich war es wirklich die beste Saisonleistung der Bayern. Stand jetzt. Ne? Und echt großer Respekt vor Thomas Müller, ja, der einfach Wahnsinnscharakter zeigt. Ja. Er gehört derzeit nicht formal zur ersten Elf bei Bayern. Er profitiert davon, dass andere verletzt sind. Und in seiner ganzen Körpersprache, aber sofort wieder gleich von der ersten Minute da, gibt er der Mannschaft und den Fans das, was ihn immer ausgezeichnet hat. Während der eine oder andere beleidigt sich in der Mixzone äußert, dass er vom Trainer nicht gewertschätzt oder mitgenommen wird, macht der Müller einfach weiter. Und ist da, wenn man ihn braucht. Und falls du Rafinha meinst, der hat aber auch gestern gespielt. Ne? Ist schon eine großartige Charakterleistung. Auch wenn er was gesagt hat. Aber interessant ist ja zum Beispiel, im Winter habe ich gelesen, Martinez, keine Zukunft mehr bei den Bayern. Der Vertrag wird nicht verlängert. Hieß es, das ist für mich der entscheidende Mann, warum die Bayern wieder zurück sind. Weil er, wie damals auch bei den großen Triumphen, Champions-League-Finale gegen Dortmund, damals war er auch der beste Mann. Und ich finde das interessant, weil Martinez stand auf der Kippe, Hummels stand auf der Kippe, Thomas Müller stand auf der Kippe. Und irgendwie hat Kovac es geschafft, die alle wieder zurückzuholen. Und das ist nicht, dass der ein oder andere beleidigt ist, sondern sie kommen stärker zurück. Ich denke, das ist auch eins der Schlüsselmomente im Moment bei den Bayern. Schauen wir aufs 3-1. Robert Lewandowski hatte viele Chancen gestern, ne? Muss man auch noch mal sagen. Ja, insgesamt, die Bayern haben ja viel liegen lassen, viel hundertprozentige, aber das ist perfekt. Wahnsinn. Also das war wieder Lewandowski, wie er diesen Ball in seinen allerbesten Zeiten annimmt. Aber erklär mir mal, warum man die Mitte offen lässt. Warum lassen die Gladbacher die Mitte offen? Nein, hier fängt es ja schon mal an, das Kopfballduell Martinez, was er gewinnt, gezielt den Ball spielt, dann der Pass in die Tiefe von Thiago und dann, wie gesagt, dieser flüssige Ablauf von Lewandowski. Es gibt keinen Stürmer auf der Welt, der den Ball so an- und mitnimmt und vollendet wie hier in dieser Szene Lewandowski. Das war Weltklasse. Absolute Weltklasse. Ja. Das war wie damals mit Dortmund gegen Real, als er da seine Tore gemacht hat, tippkickmäßig, fast aus dem Stand. Also das war die Älteren, ganz großes Die Älteren erinnern sich daran. Ja, die Älteren. Hans, was gab es denn in der Pause? Beruhigungstee?
Oder warum habt ihr da so geschlafen? Eigentlich nicht. Normalerweise habt ihr es ja gerade erwähnt, dass wir nach einem verrückten Beginn, wenn du gegen die Bayern 0-2 hinten liegst, dann weißt du, dass da hat jede Mannschaft schwer. Denn so stark sind wir nicht, dass wir in der Angriffswirksamkeit das so spielend aufholen. Dann kommen wir tatsächlich vor der Halbzeit 15 Minuten, 20 Minuten, aber richtig erfreulich zurück mit einem sehr schönen Tor. Ich glaube, Stindl hatte kurz vorher noch mal so eine Möglichkeit. Also richtig rein, man kann sagen, das Ergebnis war in der ersten Halbzeit das Beste, das 1-2. Und dann gehst du raus, natürlich mit einer Hoffnung. Nochmal nicht vorenthalten. Also und nichts anderes hat natürlich auch der Dieter ganz sicher gesagt, dass wir also in unsere Abwehrarbeit verbessern müssen. Und dann aber haben wir bis zum Schluss vielleicht eine Chance. Aber nicht so, wenn du gegen die Bayern unmittelbar nach Wiederanpfiff auch wieder in einer Vielzahl von Möglichkeiten gibst du ihnen ja. Wenn du den Bayern so einen Vorlauf gibst, dann wird es natürlich ganz kompliziert. Lass uns gleich noch über die Aufstellung sprechen. Nach nur einem Spot sind wir wieder da. So, 3-1 haben wir gesehen. Gucken wir auf 4-1 der Bayern. Gnabry, diesmal der Torschütze, Stefan. Ja, da hatten sie halt die absolute Spielkontrolle. Hier sieht man es, ne? Ja, zack. Genau, mit wenig Kontakten direkt tief gespielt. Ja, punktgenaue Flanke. Ich sag jetzt mal, den macht Lewandowski normal. Von 10 macht er nochmal 10 rein. Aber Gnabry ist dann da, macht das Tor. Und da habe ich mir wirklich Sorgen gemacht um die Gladbacher. Ja, das ist nicht noch ganz, ganz schlimm. Auch. Wobei das Problem, das echte Problem ist, dass wir auch noch an dem Tag einen überragenden Torhüter zwischen Pfosten hatten, der natürlich in diesen Situationen auch noch schmählich im Stich gelassen wurde. Lief also keiner nach, wo er tatsächlich auch dafür Sorge getragen hat, dass wir zwischenzeitlich wirklich ein bisschen Hoffnung hatten. Ist der im Sommer weg, der Torwart? Bitte? Ist der Sommer im Sommer weg? Ja, kostet das was oder kriege ich eine Prämie? Aber gib mal 3 Euro rein. Eigentlich war der so platt, dass da nichts, da kriegst du was raus. Nein, spekulieren tun wir heute nicht. Vielleicht gibt es ja Fakten dazu. Ja, also dann kann es sicher sein, wie so vieles in so einem Club, geht es an mir vorbei. Also es gab diese Umstellung mit Christoph Kramer jetzt im Mittelfeld. Er hat gestern nicht so einen guten Tag gehabt. Aber das ist jetzt nicht dein Ernst, Thomas, dass du mit mir nach so einem Spiel darüber redest, ob ein Spieler hätte spielen müssen, der nicht auf dem Platz war. Das ist ja ein bisschen so, als wenn in Deutschland Fachleute sagen, weil Sané in Moskau nicht dabei war, haben wir versagt. Oha, weiter Bogen jetzt. Bitte? Weiter Bogen. Weiter Bogen, aber es ist genau das Gleiche. Das diskutieren wir mit mir bitte nicht. Du lullst mich doch gerade wieder ein, oder? Nee. Der Dieter Hecking hat die Mannschaft die ganze Woche. Er arbeitet mit ihnen individuell und auch als Truppe, als Team. Dann werde ich mit dir jetzt nicht darüber diskutieren, ob Kramer oder... Na, du weißt schon. Neujahrs-Hofmann, es gibt noch ein paar. Das ist ja eine gute Achse eigentlich. Strobel hat es sehr gut gemacht, als er gespielt hat. Das muss man schon sagen. Ja. Das ist übrigens, wenn wir vor 4 Wochen, wenn du mich mal eingeladen hättest, du lädst mich ja immer nur in heiklen Situationen ein. Das war ja vorher nicht abzusehen. Wenn du mich eingeladen hättest vor 4 Wochen, hätte ich über die Mannschaft, über Dieter Hecking, seine Taktik, über den Teamgeist, über das, wie wir es abwehrmäßig machen, wie wir es angriffsmäßig machen, genau das Gleiche sagen können wie bei dir heute. Friedhelm, ich hoffe, du hältst den Erfolg lange. Aber die Frage ist ja, wenn wir so ein bisschen über Taktik reden, was du ja nicht wirklich möchtest. Strobel hat es wirklich herausragend gemacht, finde ich. Ja? Also hat er wirklich Stabilität reingebracht, war auch mit hauptverantwortlich, dass sie defensiv gut stehen. Und dann kommt Kramer rein und da fehlte mir so ein bisschen entscheidend das Tempo. Aber Stefan, auch die Aggressivität. Und da muss ich sagen, was hat Hecking dazu bewogen, eben diesen Wechsel vorzunehmen, mich als Außenstehender nicht wirklich nachvollziehbar? Das weiß ich nicht. Tatsache ist, dass er das gemacht hat, aber es an dem einen Spieler aufzuhängen, dass die ganze Mannschaft überhaupt keine Chance hatte, irgendwo mal in der Formation so zu stehen, dass sie überhaupt in die Zweikämpfe reinkamen, dass sie dem Bayern ein Spiel angeboten haben, wo sie erst so glänzen konnten. Sie haben ja lange nicht mehr in Deutschland
das den Leuten zeigen können, was für gute Fußballer sie haben. Wenn du natürlich so viel Raum ihnen gibst, dann siehst du es natürlich. Aber ich hätte gern darauf verzichtet, das Versuchskaninchen dafür zu sein. Aber zur Wahrheit gehört. Also ich sehe schon so in großen Teilen wie Stefan Strubel hat es sehr gut gemacht. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Kramer, glaube ich, schon auch 7 oder 8 Spiele von Anfang an gemacht hat. Und davon hat Gladbach auch 6 gewonnen. Und wenn er reinkam, wie in Schalke zum Beispiel, hat er dann auch das Spiel entschieden. Also das jetzt vielleicht, in dem Fall war es sicherlich ein Fehlgriff, aber insgesamt jetzt zu sagen... Nicht ihn zum Boomer machen, so. Genau, also vielleicht, nicht gemein. Vielleicht sind gestern noch andere Sachen falsch. Vielleicht war ja einfach die Idee, genau die Mannschaft auflaufen zu lassen wie in der Hinrunde. Und da hat die Mannschaft Bayern wirklich ja sogar hergespielt. Recht. Hier oder in der Allianz Arena mit 3-0. Also völlig andere Situation damals, Bayern schlecht drauf, Gladbach direkt im Flow, aber es war exakt die gleiche. Wir machen es ja nicht an Kramer fest, aber grundsätzlich auch offensiv, die Kräfte, die sie ja haben, mit Player, mit Hazard, funktioniert ja jetzt in dem Moment auch nicht wirklich, das muss man dazu sagen. Die Gefahr bei Gladbach ist einfach, am 20. 21. Spieltag, das ist ja Fakt, war der Zweiter, und wart auf Tuchfühlung, sage ich jetzt mal, zu Dortmund. Und natürlich fängt man dann an, och, und dann kriegen sie die Bayern noch zu Hause, sie kriegen die Dortmunder noch zu Hause. Genau. Was ist da vielleicht alles möglich? Alles. Und jetzt auf einmal, nach diesen Niederlagen gegen Hertha, Wolfsburg und jetzt gegen Bayern, die krassen Niederlagen zu Hause, besteht sehr wohl die Gefahr, komplett aus Europa oder von den Plätzen rauszurutschen. Ja. Und ich glaube, das erkennt ja das Trainerteam. Aber jetzt ist die Frage... Was macht die Mannschaft genau jetzt in dem Moment, um sich dagegen zu wehren und alles zu investieren, dieses Ziel, Minimalziel Europa, dann doch noch zu erreichen? Ne? Da erwartest du jetzt von mir nach. Nee, das ist keine Frage, das war einfach nur eine Feststellung. Okay. Da hast du natürlich genau recht. Diesen Abwärtstrend mit 4 Spielen nicht gewonnen, wobei ich dieses Unentschieden in Frankfurt richtig als Sieg mit rausnehmen möchte. Aber diese drei Heimspiele mit den vielen Toren, die du gefressen hast und kaum echte Torgefahr. Der Dieter spricht zwar hin und wieder mal auch ein kleines bisschen zur Beruhigung von so viel vergebenen Chancen. Das ist ein ganz enges Verhältnis. Wir geben in dem Falle, wenn du 3-0 verlierst gegen Hertha, gegen Wolfsburg und 5 kriegst und du sagst, es hätten auch noch mehr werden können gegen Bayern, dann stimmt etwas grundsätzlich nicht. Und zwar fehlt die Basis, die uns so stark gemacht hat, überraschend stark. Keiner hat auch mit uns auf dem zweiten, dritten Platz so souverän gerechnet. Aber was fehlt denn, Hans? Bitte? Was fehlt denn? Was jetzt fehlt? Ja. Aber... Sag nicht wieder, das fragst du mich jetzt. Aber pass auf, aber wenn Sie zweimal zu Hause 3-0 verloren haben, pass auf, und du gehst rein und kriegst dann wieder, du hast ja richtigerweise gesagt, in der zweiten Minute das 0-1, aber kurz vorher zur Ecke hatten die schon eine Chance, dann stimmt was nicht in der grundsätzlichen Basis gegen den Ball und dann kannst du auch danach sagen, deswegen machst du auch nach vorne raus zu wenig. Das gilt für uns, wie für fast alle Mannschaften, diese Basis, die jetzt monatelang, aber richtig stark von der Mannschaft umgesetzt wurden, wo der Trainer auch richtig gut eingestellt hat. Das fehlt in diesen Spielen. Warum, weiß ich nicht. Aber kurios ist ja zum Beispiel, du kommst aus der Winterpause raus, wo viele denken, jetzt fangen die Spieler an, auf die Tabelle zu gucken, ne? Zweiter oder Dritter. Du gewinnst in Leverkusen, du gewinnst auf Schalke und denkst, okay... Und ein kompliziertes Spiel gegen Augsburg. Ja, und dann plötzlich aber fangen anscheinend doch ein paar Leute an, darüber nachzudenken, boah, wir sind ja Zweiter, jetzt reden hier alle von der Meisterschaft. Und vielleicht ist das auch die Basis. Ich bin nicht immer in Gladbach beim Training, aber die Basis, diese totale Bereitschaft der Verteidigung. Und dann ist ein Player, der in der Vorrunde, hättest du den nachts um 5 wecken können, hat er eingeschweißt und der trifft im Moment auch nichts. Dann kommen halt solche Sachen zusammen. Bei der anderen Borussia anscheinend ja auch. Ne? Genau, das diskutieren wir gleich. Ne? Verspielen beide Borussen sozusagen im Moment ihren Bonus oder ihre gute Ausgangsposition. Die Dortmunder am Freitag in Augsburg mit 1-2 unterlegen. Sie können erstmal noch 100.000 Euro gewinnen. Ich drücke Ihnen die Daumen. Viel Glück. Wir sind gleich wieder zurück. Hi von Hall und Band, live aus dem Hilton am Münchner Flughafen. Wir sind zurück beim Check24. Doppelpass. So, Gladbach geht also unter gegen die Bayern, aber es hätte noch viel höher ausfallen können, wäre da nicht jemand in Galaform gewesen. Ne? Ganz genau. Das ist natürlich schon erstaunlich, wenn bei einer 1-5 Niederlage der Torhüter herausgehoben werden muss als bester Mann mit einer sensationellen Leistung. Jan Sommer hat die Borussia lange im Spiel gehalten. Insgesamt 9 Paraden, schon in der ersten Halbzeit 6 sensationelle Bälle pariert.
In letzter Zeit verhagelt es ihm natürlich jetzt ein bisschen seine Bilanz. Wir sind bei der Weißen Weste, also in den letzten 3 Spielen hat er 11 Gegentore kassiert. Aber in Sachen Weiße Weste ist er immer noch gut dabei. Auf Platz 2 vor ihm nur Peter Gulaschi von RB Leipzig. Der hat ja gestern auch wieder ein 0-0-Spiel hingelegt. So, insgesamt gab es im Februar 21 Weiße Westen, bedeutet 1050 Euro von Schöner Wohnen Polarweiß ins Phasenschwein. Dankeschön. Kurzer Zwischenstand zu unserem Live-Voting. Ein erstaunlich deutliches Zwischenergebnis. Wer wird Meister? Die Bayern mit 82%. Damit gebe ich mal rüber zu euch. So schnell kann das gehen, Stefan, oder? Live-Voting? Hä? Wahnsinn. Vor was? 6 Wochen, 8 Wochen saßen wir. Und vieles sprach für Dortmund. Natürlich ist der Weg zur Meisterschaft Absolut. Immer eine lange, schwierige Reise. Aber das Blatt dreht sich auf jeden Fall. Ja. Interessant ja auch, dass Stefan sagt, 20. Spieltag, 7 Punkte Vorsprung. Da haben die Bayern in Leverkusen verloren. Dortmund holt einen Punkt in Frankfurt, sagen alle, okay, das war's. Ne? Und dann ist das Pokalspiel in der Woche danach. Da kriegen sie in der 120. von Harnik den Ball rein, scheiden aus. Und direkt 3 Tage später Hoffenheim 3-0, 3-3. Und seitdem ist ja erkennbar bei Dortmund irgendwie der Wurm drin, wie dann vielleicht doch sich alles am Ende darauf kapriziert, dass in einer Sekunde vielleicht der Saison vieles auch kaputt gegangen ist. Friedhelm, du weißt, wie man sie schlägt, ne? Ja, Augsburg auch. Augsburg weiß auch, wie man gegen Dortmund gewinnt. Sie haben jetzt im Moment eine schwierige Phase. Sie haben natürlich auch ein paar verletzte Spieler gehabt, gerade in der Innenverteidigung. Die kommen jetzt erst zurück, die müssen sich erst auch wieder mal ein bisschen stabilisieren. Zagadou zum Beispiel macht einen kapitalen Fehler jetzt am vergangenen Freitag in Augsburg zum 0-1. Und auch da spürt man jetzt eine gewisse Verunsicherung. Und die Bälle, die in der ersten Serie noch reingegangen sind, die Großchancen, die sie auch in Augsburg gehabt haben, die machen sie im Moment einfach nicht rein. Und dadurch lassen sie Punkte. Lassen auch zu viele Chancen für einen Gegner zu. Auch Augsburg hat die eine oder andere Möglichkeit gehabt. Und auch im Pokalspiel ist es angesprochen worden, gegen Dortmund, gegen Bremen 3 Gegentore. Dann in Tottenham haben sie, glaube ich, auch 3-0 verloren, auch 3 Gegentore. Ja, da sieht man, wie bei dem einen oder anderen Verein auch, wie in Gladbach jetzt, dass einfach die defensive Stabilität fehlt. Und ohne defensive Stabilität hast du keinen Erfolg. Das ist ja das, was gerade bei Bayern zurückgekehrt ist. Ja, dass man da eben defensiv besser steht. Das hat ja in den letzten Wochen vor allem in Liverpool super funktioniert. Ne? Mit Martinez wieder in die Mannschaft zu nehmen. Und der ist der einzige Sechser in dieser Mannschaft, der diese Funktion eben auch defensiv überragend ausfüllen kann. Und das fehlt in Dortmund im Moment auch ein bisschen. Und sie müssen schleunigst zurückkehren zu dieser Stabilität, die sie ja auch in der ersten Serie ausgezeichnet hat. Sie haben kaum ein Gegentor bekommen. Ja, und jetzt kriegen sie einfach zu viel. Und am Dienstag spielen sie gegen Tottenham zu Hause. Das Rückspiel, das wird der nächste Gradmesser. Dann kommt nächste Woche Stuttgart. Ja, also die Aufgaben für Dortmund werden nicht leichter. Und wenn du Bayern im Nacken hast, das ist nicht gerade angenehm. Also das Spielglück ist, glaube ich, so ein bisschen verloren gegangen, ja, aus der Hinrunde. Wenn man Augsburg nimmt, aus der Hinrunde 4-3 noch am Ende gewonnen. In Hoffenheim hätte man auch nicht gewinnen müssen. In Leverkusen hätte man eigentlich 0-3 zurückliegen müssen, aber gewinnt noch 4-2. Also da sind einige Spiele dabei gewesen, wo der BVB auch sehr viel Glück hatte. Und jetzt hat er es einfach nicht mehr. Gibt ein 3-0 einfach her gegen Hoffenheim und steht nur 3-3. In Augsburg hat man große Chancen. Brun Larsen, großartige Ballannahme nach Götze-Pass oder wo dann der Keeper rettet. Das gleiche Götze-Flanker auf Alcacer, wo der Keeper auch wieder rettet. Also die Chancen sind ja da. Nur zur Wahrheit, glaube ich, gehört auch, wenn man in Augsburg, in Düsseldorf, in Hannover und in Nürnberg nicht gewinnt, nur 2 Punkte holt aus diesen 4 Auswärtsspielen, dann wird man mit Sicherheit nicht deutscher Meister. Und gerade nach dem Sieg gegen Leverkusen dachte man ja, gut, jetzt sind sie wieder da. Es hieß auch immer, Reus fehlt uns so. Jetzt kommt Reus zurück, weil er das Spiel gegen Leverkusen gewonnen und darf nach Augsburg, übertrieben gesagt. Das ist schon erschreckend, wenn es dann am Freitag so nach hinten losgeht und man dann doch wieder in diese Muster verfällt, die in den letzten 2 Wochen, 3 Wochen dafür gesorgt haben, dass 2 Titelchancen, gut, Champions League als Titelchance zu bezeichnen, ist vermessen, aber da droht das aus. DFB-Pokal hat man leichtsinnig hergeschenkt. Und Favre hatte ja in Frankreich interessanterweise in seinem ersten Jahr eine Situation, da hat er letztendlich auf Monaco 23 Punkte verspielt. Er hatte zwischenzeitlich 6 Punkte Vorsprung, am Saisonende 17 Punkte Rückstand.
Jetzt hat er 9 Punkte Vorsprung schon hergegeben. Also das zeigt schon, dass da ein bisschen mehr gerade falsch läuft als 2, 3 Verletzte. Wobei man dann fairerweise auch sagen muss, mit Nizza war es eine Sensation, dass sie überhaupt so oben so weit gestanden haben. Mit Dortmund war es auch eine Sensation, 9 Punkte vor Bayern zu stehen. Und ich finde, man merkt schon, dass Reus Dortmund wahnsinnig fehlt. Also die sind sehr abhängig und er hat zwar jetzt gespielt, aber vielleicht haben ihn die 3 Wochen auch ein bisschen rausgebracht. Denn im Gegensatz zu den letzten Jahren hat er ja bisher die ganze Saison durchgespielt ohne Verletzungen. Und jetzt hat er 3 Wochen gefehlt und am Freitag schien er auch irgendwie dadurch so ein bisschen zurückgeworfen worden deswegen zu sein. Deswegen kann die Defensive trotzdem funktionieren. Das hat ja Friedhelm eben schon ausgeführt. Oder? Das muss man sagen. Gucken wir mal auf diesen Fehler, den Friedhelm angesprochen hat von Zagadou am Freitagabend. Stefan? Er haut einfach über den Ball, ne? Ja, ich... Außer hätten wir jetzt eigentlich gleich nochmal. Mit einem Luftloch. Sowas ist nicht zu erklären. Also nee, da musst du den Spieler selber fragen, was er da im Kopf hatte. Den Ball klärst du ja ganz einfach eigentlich. Der Hahn geht ja gar nicht richtig hin eigentlich. Ja, spekuliert drauf und wurde belohnt. Also das sind dann fatale Fehler, die dir im Endeffekt dann das Genick brechen und dich vielleicht auch die Meisterschaft kosten. Ja, also das darf dir nicht passieren. Egal, ob es eine junge, unerfahrene Mannschaft ist, das sind Fehler, die dürfen dir in der Bundesliga bei allem Respekt nicht passieren. Es ist für dich entscheidend. Da außen kann man in der Mitte trotzdem noch was retten? Oder ist das dann, da läuft ja, retten kannst du in der Mitte dann auch noch. Das ist unglücklich natürlich. Dann, natürlich, aber die Entstehung, wo es anfängt, das ist ja immer auch der ausschlaggebende Punkt. Und das ist so ein Ball gewesen, da gehst du mit der Innenseite hin, schiebst du den Seitenaus und bist wieder sortiert. Und das hat er nicht getan, deswegen waren sie nicht organisiert und deswegen fällt das Tor. 2-0. Der gleiche Torschütze für den FCA. Das sind natürlich die individuellen Fehler, die Hans, ne? Da bist du als Trainer auch machtlos, ne? Oder als... Sechs gegen einen. Und keiner richtig. Ja, wir schauen uns das nochmal in Ruhe an. Natürlich, dieser Querpass ist tödlich. So, schauen Sie nochmal. Hakimi. Katastrophe. Ja, also das ist... Also das hätte ihn gar nicht wahrgenommen, oder? Ja, muss ja so sein. Das nicht muss so wie sein. Stefan gerade also, schon sagte, da muss man den Spieler wahrscheinlich fragen, was für eine Idee er hatte. Ja. Und den chippt er natürlich Weltklasse da hinten ins lange Eck. Ja, das ist ja kein Torschuss in dem Sinne, sondern der chippt den eher hinten rein. Aber guck dir auch den Zweikampf hier an, der ist ja auch nicht so... Ja, aber das ist schwierig, weil er kommt an die Strafraumgrenze. Okay. Als Verteidiger dann zu sagen, ich gehe jetzt aktiv in den Zweikampf rein, ist immer gefährlich. Dann bist du ein bisschen auf Abstand und willst eigentlich nur blockieren. Das funktioniert dann aber auch nicht. Das hätte natürlich vor 2, 3 Monaten noch alles geklappt. Und der Ball wäre auch geklärt worden an der Seitenlinie ohne Probleme. Aber jetzt in der Situation müssen die Dortmunder anfangen, Fußball zu arbeiten und zu beißen. Ja, und ein bisschen schmutzig zu spielen. Jetzt geht das nicht so locker leicht vom Fuß und von der Hand, so wie es am Anfang der Saison war, wo jeder Schuss eigentlich drin war, jede Aktion positiv war. Jetzt müssen sie arbeiten, aber jetzt kommt das Problem. Denn jetzt ist es eine mentale Frage, ja, ob sie so weit und bereit sind. Jetzt hast du die Bayern hinten dran, bis auf, glaube ich, 2 Tore. 2 Tore, genau. Und jetzt fängt es an, im Kopf zu arbeiten. Und ich glaube, da sind meinst die Bayern du, absolut jetzt im Vorteil. Meinst du da schon in den letzten Spielen und Wochen? Bitte? Meinst du jetzt erst fängt es an zu arbeiten? Nee, schon oder, seit... Oder schon länger? Schon ein bisschen länger, aber ich will das auch nicht immer nur festmachen, weil Marco Reus natürlich ist ein enorm wichtiger Spieler für Borussia Dortmund. Aber Dortmund muss auch in der Lage sein, mal für ein paar Spieltage ohne Marco Reus Spiele zu gewinnen. Das haben sie nicht getan. Und die Situation, ich glaube, dieses Pokalspiel, das war schon mitentscheidend. Du gehst erst mal 120 Minuten, dann verlierst du im Elfmeterschießen. Das ist alles in deinem Kopf drin. Und jetzt sind sie in so einer Situation, wo sie eigentlich nicht hinwollten. Was gibt es jetzt für Antworten? Also... Nochmal, ich wiederhole das gerne, ich sehe Bayern München gerade psychologisch gesehen absolut einen Vorteil. Jetzt sowieso einen Vorteil, genau. Ja. Also ich glaube, die sind in der Situation, wo natürlich immer noch 17 Vereine sagen, oh, wäre super, weil sie immer noch Tabellenführer sind. Aber der Trend geht einfach deutlich nach unten. Und dann wird, glaube ich, das ist schon so ein Kopfproblem, wo man jetzt halt weiß, oh, da habe ich wieder was liegen gelassen. Und in Dortmund wird jetzt schon ein bisschen gespottet. Die tun alles gerade dafür, dass möglichst Schalke noch runtergereicht wird. Vielleicht verlieren sie noch gegen Stuttgart zu Hause, weil sie immer nur Aufbauhilfe da leisten.
Aber jetzt, glaube ich, ist jetzt Zeit, dass sie sich mal wieder drauf besinnen. Von mir aus können sie sicherlich auch gegen Tottenham nicht weiterkommen in der Champions League. Aber dann müssen noch mal die Kräfte gebündelt werden am Ende, damit die da rauskommen. Ja, auch wenn du gegen Augsburg, du verlierst das Spiel 2-1. Ne? Und dann die Kräfte müssen denkst gebündelt du dir, werden. Aber ja. Warte mal, am Sonntag, die Bayern müssen die erst mal... am Samstag, die Bayern müssen ja erst mal in Gladbach bestehen. Und dann bietet Bayern so eine Gala oder liefert Bayern da so eine Gala ab, wo du sagst, ach Gott, jetzt machen sie auch noch die Tore, ja, und das wird auch alles immer enger. Aber es kommt ja im Moment sehr viel auch komprimiert zusammen. Du hast es gerade noch mal gesagt. Pokal, du wirst dann morgens wach und denkst, oh, jetzt sind wir aus einem Wettbewerb raus. Dann kriegst du in Tottenham eine richtige Rasur, wo viele gesagt haben, in der Form, die Dortmund am Ende der Hinrunde hatten, können die auch in Europa weit kommen. Dann plötzlich gewinnst du nicht mal in Nürnberg, wo alle sagen, in Nürnberg musst du doch gewinnen. Ne? Weil da fehlt dir vielleicht Reus. Dann kommt das dazu, was Friedhelm sagt, kriegst hinten die Bälle rein. Und das alles in 3-4 Wochen. Und ich habe das Gefühl, dass im Moment auch nervlich sie mit all diesen negativen Sachen nicht so gut zurechtkommen. Und dann sagt Stefan auch noch das Richtige. Dann sitzt du wahrscheinlich gestern vom Fernsehen, denkst, boah, in Gladbach haben die Bayern so oft verloren. Und dann hauen die da 5-1 einen raus. Also das musst du erst mal alles verkraften. Eine Szene haben wir noch aus dem Spiel. Die möchte ich euch nicht vorenthalten, unseren Zuschauern auch nicht. Hans ist ja ein alter Fuchs, Friedhelm auch. Bin mal gespannt, ob sie diesen Trick schon mal angewandt haben. Es war der Anstoß des Spiels. FC Augsburg hatte, oder FCA, die hatten den Ball und haben ihn dann mal nach vorne ins Ausgedroschen. Ne? Also ich warte auf eure Erklärung nach einem einzigen Spot. Ja, wir haben schon mal ein bisschen diskutiert. Wir schauen uns diese Szene noch mal an. Also noch mal. Sie sehen es, Anstoß in Augsburg. Und ich weiß nicht, vielleicht hatten die auch eine Wette laufen, dass einer die Eckfahne trifft oder so. Ich habe keine Ahnung. Ja, die wollen sich Friedhelm hat es auch noch nie gesehen. Nee, ich habe das auch noch nicht gesehen. Aber es gibt ja nur eine schlüssige Erklärung. Sie haben den Ball dort in die Ecke geschossen. Sie wollten Dortmund direkt unter Druck setzen. Sie wollten sofort auf den zweiten Ball gehen, den Einwurf vom Gegner zulassen und dann sofort in die Zweikämpfe gehen. Das ist für mich eine schlüssige Erklärung. Sie wollten sofort zeigen, dass sie Dortmund heute aggressiv bekämpfen werden. Von der ersten Sekunde an, das war ja wirklich die erste Sekunde. Ja, ist natürlich schön, weil es danach einen Konter für Dortmund gab. Er hat ja super funktioniert, oder? Ja, ist auch kein Tor gefallen. Die Augsburger haben ja schon gegen Bayern München gezeigt, dass sie sich sehr mit Anstoßvarianten beschäftigen. Da fiel ja auch nach einer einstudierten Anstoßvariante fiel letztendlich das 1-0. Und ich weiß, das hat man über Pep Guardiola, wo das immer so ein bisschen hineingeheimnis, dass der teilweise sagen würde, verliert den Ball absichtlich in der gegnerischen Hälfte, damit die gegnerische Mannschaft dann auf Offensive umschaltet und man dann direkt wieder gegenpresst, um sie an deren 16er unter Druck zu setzen. So wurde es Pep Guardiola angedichtet. Keine Ahnung, ob stimmt oder nicht. Lad ihn einfach mal ein. Der kommt bestimmt. Wen jetzt? Den Herrn Baum. Ich dachte, du meinst den Guardiola. Den Baum. Der erklärt es uns. Das sind die Jens Lehmann-Variante. Was glaubst du denn? Also ich weiß, dass wir einen Trainer hatten, oder anders, ich habe einen Trainer gehabt, das war der einzige Trainer überhaupt, den ich hatte, der Georg Buschner. Er hat immer gesagt, der Angriff muss abgeschlossen werden in einer bestimmten Zeit. Wenn du es länger machst, den Ballbesitz und noch mehr quer spielst, noch mehr quer, kannst du darauf warten. Entschuldigung. Kann man darauf warten, dass man den Fehler macht, dann schießt lieber aufs Tor, auch von 30 Metern, um dich dann wieder formieren zu können. Aber das ist natürlich in der ersten Minute kein Argument. Aber er wird schon erklären, was er damit meint, denn es schien ja vorbereitet zu sein in der Woche. Nein, also ich habe den Fußballlehrer auch gemacht, 2011/12. Und da war das wirklich ein Thema, diesen gezielten Fehlpass zu spielen. Entweder ins Seitenaus oder zum Gegner, um genau in diese Situation zu kommen, den Gegner sofort unter Druck zu setzen, Pressing zu spielen. Und auf den Fehler im Endeffekt des Gegners zu hoffen. Das war wirklich ein Ausbildungsthema. Ich hatte auch meine Bauchschmerzen damit, muss ich sagen. Ralf Rangnick sagt das doch auch immer. In dem Moment, wo der Gegner den Ball hat, ist er für die Defensive am ungeordnetsten. Und wenn du da drauf gehst, dann hast du eigentlich die besten Chancen, den abzuschließen. Es kann aber auch nach hinten losgehen, so wie Thomas gerade gesagt hat. Das war ja 20 Sekunden später. Borussia Dortmund ja sofort auch eine Chance gehabt. Also wir haben auch am Freitagabend im Hotel gesessen und haben gesagt, oh, was ist das denn? Also Montag gegen Frankfurt gibt es das bei dir nicht? Nee, das gibt es bei mir nicht. Wir wollen schon den Ball haben. Keine Anschlussvariante. Gibt es denn irgendeinen besonderen Trick, den du favorisierst? Bitte? Irgendeinen Trick, den du favorisierst mit deiner Truppe? Nein. Na, den schreibt der Friedhelm auf den Zettel und gibt den Spielern das. Nein.
Also, wir haben noch mal einen O-Ton von Dieter Hecking auch zum BVB. Haben wir heute den neuen deutschen Meister gesehen? Ja, ich habe vor dem Spiel gesagt, dass ich glaube, dass Dortmund es schaffen kann, weil ich glaube, dass die Bayern gegen Liverpool weiterkommen werden. Sie haben ein strammes Programm in den nächsten Wochen. Klar, wenn man sagt, wenn einer damit umgehen kann, dann die Bayern mit diesem Drei-Tages-Rhythmus. Aber ich glaube schon, dass sie auch viele Körner lassen. Man hat heute schon gesehen, wer alles gefehlt hat. Ja, und das kann am Ende für Dortmund sprechen. Also Mehrfachbelastung, sagt er. Argument für euch? Wann war das, dieses Interview? Doch nicht nach unserem Spiel, oder? Ja. Okay. Da haben wir uns gerade noch drüber unterhalten. Da hast du schon dein Pyjama angehabt, lagst auf der Couch, ist doch klar. In meinem Alter geht man zeitig ins Bett. Ja, das ist doch, sei dir auch gegönnt. So. Er hatte vor dem Spiel tatsächlich im Interview bei uns gesagt, Dortmund wird Meister. Jetzt hat er schon auf Cannes relativiert. Und wir waren leider auch abends nicht in der Lage, nochmal die Überschrift zu ändern. Denn ich glaube nicht, dass er das genauso deutlich nach der Niederlage von Dortmund in Augsburg gesagt hat. Aber warum hast du eigentlich gefragt, wann das Interview war? Von Dieter? Noch einmal, man bereitet sich auch vor, wenn man zu euch kommt. Wir haben uns unterhalten auf der Herfahrt. Ich sage, dein Express als Überschrift so groß am Samstag. Ja. So groß, Dieter Hecking, Dortmund wird Meister. Da braucht doch der Trainer, braucht doch Kovac eigentlich zur Mannschaftsbesprechung nur einen Express. Und zwar fünfmal hinzuhängen, um kein Wort mehr zu sagen. Also wir haben höhere Abverkäufe. Das wäre das Erste. Ja. Die erste Motivation haben sie schon bekommen, die Bayern, indem die Augsburger die Dortmunder schlagen. Also im Grunde genommen waren wir in einer ganz schlechten Lage gestern Abend. Kommen wir nochmal zurück. Mehrfachbelastung? Bayern München ist sechsmal hintereinander Meister geworden mit einer Mehrfachbelastung. Trotz Viertelfinale, Halbfinale, Champions League. Auch wenn jetzt gerade mal ein paar Spieler mehr verletzt sind. Die erste Elf, die da gestern aufgelaufen ist, ja, das ist absolute Premiumware. Die Spieler kommen jetzt nach und nach zurück. Vielleicht schafft Kovac es ja als Erster, muss man sagen, das ist ja auch Guardiola nicht gelungen, Ancelotti nicht gelungen, dass die Mannschaft mal im März, April plötzlich richtig zündet und da nicht in so eine kleine Delle reinkommt, ja, sondern dass diesmal Bayern eben im Oktober, November die Probleme hatte, große Probleme und verdient ja wirklich große Bewunderung, wie Kovac es geschafft hat, das wieder umzusteuern. Darum also dieses Thema Mehrfachbelastung, ich glaube, die Bayern, die würden am liebsten derzeit fünfmal pro Woche spielen, ja, weil jetzt läuft es ja plötzlich, die Dinger gehen rein, du siehst, was Dortmund alles verbockt, 0-0 in Liverpool, die vielleicht heute endgültig von der Tabellenspitze in der Premier League stürzen, wenn sie gegen Everton nicht gewinnen. So, da ist überall ist Alarm, bei allen Bayern-Gegnern ist gerade Alarm, ja, und die Bayern haben einfach Spaß am Fußballspielen, gewinnen alle, insofern, the trend is your friend. Obwohl, wir müssen noch ein paar Personalien gleich besprechen. Das ist ein Zitat. Ja, aber nee, du zahlst jetzt mal, komm. Uli Hoeneß, ja. Also, wir reden gleich noch über Spieler, mögliche Neuzugänge der Bayern, Timo Werner, aber auch über Oliver Kahn, wo wir natürlich auch noch sprechen. Nach uns kommt Pur Landstein, ihr Gastgeber. Ich dachte Konzert. Ich bringe mich nur aus dem Rhythmus hier heute. Ihr macht ihr doch absichtlich. Ich wische jetzt hier mal ein bisschen auf und Jochen Stutzki sagt Ihnen, was er nachher für Sie im Programm hat. Hi, von Adel und Bent, live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen. Wir sind zurück beim Check 24 Doppelpass. Und hatten ja letzte Woche Uli Hoeneß hier zu Gast. Der hat gesagt, mit Oliver Kahn, das könnte vielleicht was werden. Und gestern hat sich auch Kalle zu Kahn geäußert. Oh, er ist nicht da. Das ist doch auch schön. Ja, guck mal. Also, Stefan, was sagst du denn? Ist es eigentlich schon klar für dich mit Olli Kahn als Nachfolger von Karl-Heinz Rummenigge? Ja, ob das klar ist, das weiß ich jetzt nicht. Aber die Tendenz geht ja offensichtlich dahin. Und ich denke, dass es auch eine gute Sache wäre, nicht nur für Olli, sondern auch für den Verein. Du würdest einen integrieren, der... Auch wenn er in den letzten Jahren ein bisschen Abstand hatte, der sich aber trotzdem im Verein auskennt, das ist eine Persönlichkeit, der sich artikulieren kann, der weiß, wie man erfolgreich arbeiten muss. Also ich denke mal, das macht absolut Sinn, wenn Kahn bald bei Bayern München unterschreibt. Du hast ihn so ernst angeguckt? Nee. Ich höre immer so zu, dass der andere das Gefühl hat, dass man wirklich darauf achtet, was gesagt wird. Deswegen gibt er immer. Du hast ja auch mal gesagt, so, da müssen wir jetzt andere ran, ne? Bist du jetzt zufrieden?
Ich glaub, wenn es so läuft? Es wird so laufen. Ja, also, hört sich ja so an. Ne? Bayern will, Kahn will. Jetzt werden noch ein paar Details besprochen, aber alle sind sich über das Modell einig. Ja? Erst mal 12 Monate als Vorstandsmitglied eingeführt werden. Dann schauen sich alle noch mal in die Augen. Ich glaube, die Entscheidung, die da fallen wird, ist klar. Es wird natürlich weitergehen. Das ist der spektakulärste Job, den man im deutschen Fußball haben kann. Der liegt für Kahn jetzt auf dem Tablett. Und gleichzeitig haben Hoeneß und Rummenigge damit gezeigt, dass sie bereit sind, eine sehr starke Persönlichkeit erst zu integrieren und dann auch die Macht zu übergeben. Und wenn das, es klingt erstmal nach einem ganz hervorragenden Plan. Ja, das, ja, aber ich finde das auch. Ich finde das auch. Das ist eine tolle Entscheidung. Ja. Und ich finde es sogar ganz gut, dass er ein bisschen Abstand gehabt hat, der Olli, ja, dass er sich um andere Dinge auch mal ein bisschen kümmern konnte, seinen Horizont weitergebildet hat. Und er ist einfach eine starke Persönlichkeit. Und Olli Kahn und FC Bayern München hat immer zusammengehört. Und nach dem Abstand, den er jetzt genommen hat, in Zukunft vielleicht wieder dort tätig zu werden, das ist eine sehr, sehr gute Entscheidung der Bayern-Führung. Neue Spieler wollen Sie auch holen? Timo Werner ist im Gespräch. Den würdest du auch gerne haben, ne? Boah, der würde gut zu uns passen. Der Tempo, ja, für unser Umschaltspiel. Also der hätte gestern auch gut bei uns auf dem Platz gestanden. Also von daher schon. Nein, ist für uns natürlich völlig unrealistisch. Aber er ist einer oder der beste deutsche Stürmer. Und der FC Bayern verpflichtet immer sehr, sehr gute deutsche Spitzenkräfte, Spitzenstürmer. Und ich glaube, egal in welchem System Nico spielen wird, Timo Werner wird immer seinen Platz, wenn er denn zu Bayern geht, in der Bayern 11 finden. Aber Friedhelm, du sagst gerade was Interessantes. Also Timo Werner ist natürlich ein überragender Stürmer, ist Deutscher. Das ist ja immer das Beuteschema der Bayern. Kommt auch von der Konkurrenz. Aber für das, was die Bayern spielen, immer dominant, immer mit Ballbesitz. Werner hat ja seine großen Stärken im Tempo, im Umschaltspiel. Also ich finde, da gibt es bessere Konstellationen für den Spieler und den Verein. Wenn du davon absiehst, dass du sagst... Sie spielen ja nicht immer nur druckvoll nach vorne. Sie lassen sich ja auch schon mal zurückfallen. Und dann ist Timo schon ein sehr, sehr guter Spieler im Umschaltspiel. Und er ist auch im 1 gegen 1 sehr gut. Ja, wenn der Gegner eben auch mal tief gestaffelt steht und er ist auf dem Flügel. Das haben wir ja bei der Nationalmannschaft. Das war ja einer der wenigen Spieler, die halbwegs in Russland noch eine gute Leistung abgerufen haben. Wenn er dann vor dem Gegner spielt und lupft den Ball über den Fuß und ist dann in seinem Also siehst du ihn dann eher für Ribéry zum Beispiel auf der Seite statt als Ersatz für Lewandowski? Solange Lewandowski da ist, wird Lewandowski spielen. Wir haben am Anfang der Sendung gesagt, das ist einfach ein Weltklasse-Spieler. Ja, aber er kann auch auf der Seite spielen und das ist durchaus möglich. Und von daher sehe ich diese Verpflichtung wirklich als richtig gut an. Also noch ist es nicht klar? Nein, noch ist nicht klar. Noch ist nicht klar. Das weiß noch ich. Wehrt sich Leipzig ein bisschen, ne? Aber mal gucken, wie lange. Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder er kommt diesen Sommer oder nächsten Sommer. Er wird das Trikot von Bayern München tragen und jetzt müssen die Leipziger entscheiden. Es gibt noch wie groß muss der Scheck sein? Er kommt vielleicht gar nicht. Würde ich dagegen halten? Ja? Mhm. Gut, ich gehe die Wette nicht ein. So viel dazu. Deswegen, apropos Geld und Wetten. Irgendwann haben sie gesagt, nee, gut, wir haben noch, oder du hast Geld eingesammelt. Ganz genau, jede Menge. Also es gibt Spenden des Phrasenschwein von den Freunden des Auersports, VfB Wülfel Hannover Bambini, die jüngste Mannschaft Hannovers, die Südkurve Reihe 34 Hoffenheim und die Fast 4 Gang. Vielen Dank für die Spendencheck 24, verdoppelt wie immer. So, kurz der Hinweis, wie immer. Die komplette Sendung finden Sie online auf sport1.de, falls Sie noch nicht genug von uns hatten. Und jetzt wollen wir natürlich auch noch die Frage der Woche auflösen. Es geht nochmal um die Schalker. Max Jakob sagt, nach dem zweiten Derby letzter Saison sollte Tedesco aufs Vorsängerpodest, heute beschimpft und bewirft ihn dieselbe Kurve. Fußball kann brutal sein. Und jetzt die Frage, soll Tedesco den Platz räumen? Der Trainer in Theorie eine 1, in Praxis eine 6. Er kommt nicht mehr an die Mannschaft heran, er muss gehen. Trainer Domenico Tedesco ist nicht mehr haltbar. Was will der Mann denn noch bewirken? Alleine die Aussage von ihm, wir müssen durchhalten und ich habe auch die richtigen Spieler, die zeigen doch schon, dass der Mann nicht mehr weiter weiß. Ob der Trainer Tedesco heißt oder was weiß der Fuchs was, man kann lustlosen Eseln nicht mehr das Galoppieren beibringen. Auf Schalke ist der Trainer genauso schlecht oder gut wie die Mannschaft. Und da es einfacher ist, den Trainer rauszuschmeißen als 25 Spieler, wird wohl der Trainer gehen müssen. Tedesco muss bleiben. Lieber sollten bzw. müssten Teile der gesamten Mannschaft gefeuert werden. Also der FC Schalke 04 spielerisch auftritt, das ist peinlich und das ist auch die Handschrift von Tedesco. Der FC Schalke braucht wieder Tugenden, wie früher bei Hübsch Leben. Kampf, Einsatz, die Null muss stehen. Jo, ich habe da irgendwas mit Eseln gehört, ne? Dafür zahle ich mal.
mit, aber man kann nicht galoppieren beibringen. Also, Konstantin, du hast noch, falls er nicht mehr Trainer sein sollte irgendwann, du hast zwei Alternativen oder zwei mögliche Kandidaten. Ich kann mir vorstellen, dass einmal schon das Paderborn-Konstrukt funktioniert hat und Steffen Baumgart ein Kandidat sein kann. Oder sogar David Wagner, der hat zumindest schon mal Schalker Stallgeruch gehabt, 2 Jahre, glaube ich, auf Schalke gespielt und wäre ja auch frei. Die Frage ist, glaube ich, nur, ab wann macht man das wirklich noch in dieser Saison? Oder ist eigentlich jetzt eine Übergangslösung sinnvoller und dann ab Sommer was Neues? Ja. Wunderbar, letzte Einschätzung. Peter, vielen Dank für den Besuch. Ne? Gerne. Wie viele Punkte holt ihr noch? Wie viele Punkte willst du holen? Genügend, um in der Liga zu bleiben. Wir drücken die Daumen. Also, bleiben wir so. Hans, Dankeschön. Danke an euch. Die Runde. Genug Punkte, um in der Liga zu bleiben. Dafür zahlst du noch mal 3 Euro jetzt auch zum Schluss. So, jetzt habe ich ein bisschen was noch eingesammelt. Ja, so, komm, machst du doch gerne. So, jetzt geht's weiter mit Pur Landstein, mit Jochen Stutzki. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Nee, am Dienstag haben wir noch Fantalk übrigens auch. Die Dortmunder wollen das Wunder noch schaffen gegen Tottenham. Und nächsten Sonntag Freddy Bobic, Eintracht Frankfurt. Die spielen Montag übrigens gegen Fortuna Düsseldorf. Dann unser Gast. Schönen Sonntag. Tschüss.